Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge Natürliche Ausrede. Mein Name ist Chris und hier setze ich mich immer mit spannenden Menschen zusammen, die was zu erzählen haben. Gregor Schwellenbach war so freundlich, mich auf einen Fehler hinzuweisen, der während der Podcast-Episode mit Numinos aufgekommen ist. Das Instrument zur musikalischen Untermalung der Hitchcock-Filme war natürlich nicht das Theremin, sondern das Mixtur Trautorium. Das brachte mich auf die Idee, ihn einzuladen und es gibt diese interdisziplinären Wunderkinder, deren Vielseitigkeit nur ungläubig bestaunt werden kann und die einen selbst, wenn auch ganz sicher unbeabsichtigt, wie einen trägen Trottel dastehen lassen. Ganz, ganz egal, was man gerade selber so am Köcheln hat. Gregor und ich sprechen über das richtige Mikrofon zur Abnahme von Weltklasse-Blockflötistinnen und Flötisten, über Techno in Köln, ein Boilerroom-Auftritt mit Ensemble, 6 Pianos, 12 Instrumente, brennende Busse und Heimorgel-Gigs in der Damenwäscheabteilung von Kaufhof. Ich ziehe es ziemlich durch. Ich gehe so alle 2 Wochen mal raus zum Einkaufen mit Auto, packe einen Kofferraum randvoll und hau wieder ab und bleib wirklich die ganze Zeit drin. Okay. Und damit fühle ich mich soweit gesund. Ich vermisse, also ich freue mich sehr drauf, auf all das, was man jetzt wieder zu schätzen lernt. Wenn es das, und man lernt es wirklich zu schätzen. Ja, und wenn es das wieder geben wird, so sehr 20-jährige Sachen, blödes Zeug reden mit Fremden und zu viel trinken und irgendwie ganz laut Musik hören und so. Das sind alles Sachen, auf die ich sehr genießen werde, wenn sie wieder kommen. Ja, Live-Konzerte, da freue ich mich nicht nur aus beruflichen Gründen drauf, sondern generell wieder das Geräusch, den Geruch der Menge zu haben, das ist was schon sehr fehlt. Wobei ich es, muss ich sagen, ich ziehe es nicht so hart durch wie du. Also ich gehe raus, spazieren, Fahrrad fahren, all sowas. Aber ich versuche halt schon Menschenansammlungen zu vermeiden. Ich glaube, in der Bochumer Innenstadt war ich seit Wochen nicht mehr. Bist du überhaupt in Bochum ansässig oder bist du in Köln? Ich bin in Köln und diese 1 bis 2 Tage Lehrauftrag, die ich in Bochum habe, da fahre ich dann immer einzeln hin. So, warte jetzt hat sich gerade kurz. Ja? Ich habe hier eine Frage. Audio hat sich gerade verändert. Ja, ich wurde gefragt, ob ich meinen MacBook-Lautsprecher benutzen will. Habe dann aber gesagt nein und jetzt läuft's weiter. Okay, hörst du mich über den MacBook-Lautsprecher? Nee, ich höre dich auf dem Kopfhörer. Das sieht eigentlich gut aus. Okay. Nö, die Ausschläge sehen ja auch gut aus. Ich mach nochmal mein. Sieht gut aus. Ist auch jetzt tatsächlich irgendwie angenehmer. Ich höre weniger also erheblich weniger. Aha, nee, dann ist tatsächlich, war vielleicht eben noch mein MacBook-Lautsprecher an und jetzt ist mein Mikro, meine Hyperniere. Wunderbar. Du hast, ja, so ein schöner Bass. Könnte man. Ja, nee, dann ist das. Hat das seine Richtigkeit. Was hast du da für ein Mikro? Ein Sennheiser 441? 444. 444? Ja, oder? Diese hier, die diese langen Böhmermann-Mikrofone. Ja. Das hat mir mal ein Händler, ein Musikhändler erzählt, dass seit Roche und Böhmermann die Gebrauchtpreise für diese Mikros unheimlich in die Höhe geschossen sind. Ja, aber sind das nicht auch die gerne so im Jazz für die Abnahme vom Ridebecken genutzt werden oder generell für so perkussive Sachen? Ja, dafür sind sie jedenfalls gut. Es waren in den 70ern, waren das so die Standard-Reporter-Mikrofone. Ja. Und, aber die sehen halt vor allem so geil nach 70er halt aus, ja, ne? Also nicht nierenförmig, sondern so. Blöcke. Ja, so und, lange, schmale Blöcke. Genau, und das hat dann diese Roche und Böhmermann Show haben das dann sehr als Bühnenbild gefeiert und haben die immer konsequent benutzt. Und das fiel dann auf und dadurch wurden die dann sehr beliebt auf dem Gebrauchtmarkt, ja. Also zumindest, was ich höre hier, klingen die auch gerade für Sprachübermittlung ganz hervorragend. Ja,
Und auch super Erfahrungen habe ich damit gemacht mit Blockflöte, als ich die berühmteste Blockflötenspielerin der Welt, Dorothee Oberlinger, mal aufnehmen durfte. Und dann habe ich langes Shootout gemacht, weil ich dachte, das ist so eine Weltklasse-Musikerin, das soll dann auch gut klingen. Und tatsächlich war das alte, gebrauchte Sennheiser das Mikro der Wahl dann, eindeutig. Es ist ganz komisch, wenn man ein Instrument wie Blockflöte im Kontext mit der weltbesten Blockflötenspielerin hört, weil Blockflöte ist ja für ganz, ganz viele Kinder das Instrument der Folter in der Schule, weil jeder Blockflöte spielen lernen musste. Mhm, genau. Und sie ist wirklich eine Virtuosin darauf. Ja, und das ist natürlich unheimlich lustig, überhaupt schon eine berühmte Blockflötenspielerin zu sein. Weil man ja mit, also genau aus dem Grund, was du sagst. Und schon das ist eigentlich witzig. Also das ist ja ein totales Fachding. Man muss ja wirklich ja Fan von Barockmusik oder zeitgenössischer Musik sein, weil das sind die einzigen Musikstile, in denen es überhaupt Blockflöte gibt. Also in der Klassik gibt es ja keine Blockflöte und in der Popmusik eigentlich auch nicht. Das heißt, Leute, die Popmusik oder Klassik hören, für die ist Blockflöte so ein Quatschphänomen fast. Nur wenn man sich jetzt zufällig mit zeitgenössischer oder mit Barockmusik beschäftigt, nimmt man das überhaupt ernst. Und das heißt, es ist ein totales Fachding. Und dass es dann eine weltberühmte Blockflötenspielerin gibt und die ist irgendwie in meinem Alter, die sieht ganz gut aus und die wohnt bei mir im Viertel. Das haben mir so Freunde, so Musikerkollegen, die aber sich mit sowas auskennen, haben gesagt, ach, du wohnst da, in der Nähe wohnt Dorothee Oberlinger, das ist voll krass und so, die ist so. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, im selben Haus wohnte damals Michael Mayer von Kompakt. Der DJ. Der DJ Michael Mayer, der in der Welt des Techno ungefähr so eine Stellung hat wie Dorothee Oberlinger in der Welt des Blockflötenspiels. Und ich dachte, wie witzig, dass im selben Haus zwei Leute wohnen, die sind gleich alt, ein Mann und eine Frau, die sind Nachbarn, die leihen sich wahrscheinlich den Zucker aus gegenseitig, wenn er ihnen ausgeht. Und wahrscheinlich, ich bin nicht mal sicher, ob die voneinander wissen, dass der jeweils andere genauso berühmt ist wie er selber. In der Szene. In der Szene jeweils, genau. Und das fand ich unheimlich lustig. Und deswegen hatte ich mir in den Kopf gesetzt, als ich dann 2012, 13 mein Kompakt-Geburtstagsprojekt gemacht habe, wo ich dann Versionen von Techno-Stücken, die auf Kompakt rausgekommen sind, Versionen mit Realinstrumenten eingespielt habe, habe ich gedacht, Dorothee Oberlinger muss Stücke von Michael Mayer spielen. Das ist unheimlich lustig. Ja, und ich dann weiß, was du meinst. Die halt irgendwie angeschrieben und habe gesagt, so, ich wollen sie Stücke von ihrem Nachbarn spielen. Und, ernsthaft? Ja, ja, klar. Und wusste sie, wer Michael Mayer ist? Ja, schon. Ich weiß nicht, also natürlich wissen die das auch voneinander, wer der andere ist. Aber ich weiß nicht, ob sie ein Gefühl dafür haben, was das heißt, also in welchem Ausmaß das ist. Und auf jeden Fall, die mochten sich oder die mögen sich, die war da total offen für und fand das lustig und hat das gemacht. So kam ich dazu. Also was du meinst, sie wissen das, aber wer weiß, wie tief das Wissen geht, so nach dem Motto, sie weiß, dass er DJ ist und auch wohl jemand, der damit seinen Lebensunterhalt genau, hat. Genau, das wird sie schon wissen. Ja. Aber sie wird nicht so ein Gespür für diesen Kult haben, für dieses, boah, krass, das ist Michael Mayer. So. Und er wird auch denken, meine Nachbarin, die spielt Blockflöte, die ist ganz erfolgreich, die hat eine Professur in Salzburg oder wo. So, das, ne, das weiß man ja. Aber dieses Ding, ich hatte das nur, weil meine Techno-Freunde immer gesagt haben, boah, da vorne wohnt Michael Mayer. Und meine Klassik-Freunde haben gesagt, da vorne wohnt Dorothee Oberlinger. Und ich dachte, so zeigen die auf das gleiche Haus? Das ist ja interessant. Kann ja eigentlich nicht sein, wird Zufall sein. So, da in der Ecke wohnen die wahrscheinlich. Das haben ja, und das war dann aber tatsächlich, also das ist, die wohnen da beide nicht mehr. Die wohnen beide noch im selben Viertel. Die lieben wohl beide das Viertel und sind nicht aus dem Viertel weggezogen, aber aus dem Haus haben sie sich dann doch Kraft ihres Erfolgs rausbewegen verabschieden können. Das vermittelt jetzt natürlich den Eindruck, dass Köln eine unglaublich miteinander verwachsene Szene entweder ist oder wird oder irgendwann geworden ist. Wenn allein schon, ich meine, du bist ja, was Musikalität angeht, offenbar so eine Art Renaissance-Mann. Du
Du spielst, das habe ich aus dem Internet mir zusammengeklaut, du spielst 12 Instrumente. Du hast sogar den niedersächsischen Kleinkunstpreis für dein Kontrabassspiel verliehen bekommen. Was, ich meine, wenn man zum Beispiel Pianist ist, dann kann man vielleicht auch das E-Piano spielen. Aber Kontrabass und zum Beispiel Piano sind ja weit, weit weg voneinander. Also 12 Instrumente. Du magst Techno. Ich glaube, du legst auch auf. Mhm. Du arbeitest für den WDR oder machst was für den WDR. Ja. Du hast einen Lehrauftrag an der Volkwang, am Institut für Popmusik. Ja. Machst du sonst noch irgendwas? Ich mach noch, das war noch nicht alles. Aber das sind natürlich viele, viele kleine Dinger, die man jetzt eins nach dem anderen aufdröseln muss. Also, ja, fangen wir an mit den 12 Instrumenten. Genau, die 12 Instrumente. Ich spiele halt viele Instrumente. So. Und 12 Instrumente, dass ich merke, so, die Kraft von so guten Formulierungen, die ist, die verfolgt mich manchmal. Und so ist das mit den 12 Instrumenten. Ich habe mal in einem Theaterstück, das war Der Goldene Drache am Theater Krefeld-Mönchengladbach. Da war das Inszenierungskonzept, dass ich auf der Bühne stehe und den ganzen Abend durchweg Musik mache. Und das ist ein Theaterstück, was so ein es spielt in einem Haus in verschiedenen Wohnungen. Mhm. Und es sind aber immer dieselben Schauspieler, die dann die jeweiligen Leute in den Wohnungen spielen. Und dann ist es so eine vertrackte, verzahnte Sache, auch relativ düster und sehr kompliziert. Es ist so eine Mischung aus Slapstick-Komödie und ganz düsterem, bösen Drama. Und dieselben Leute, das ist mit einem ganz hohen Tempo und die Leute reißen sich dauernd Perücken runter, anderen Hut auf, Sonnenbrille ab, aus, damit sie immer die verschiedenen Leute sind. Und damit man kapiert, in welcher Wohnung wir uns gerade befinden, habe ich so Peter und der Wolf mäßig für jede Wohnung ein eigenes Thema gemacht und dann auf der Bühne live gespielt. Und man sah nicht nur die Schauspieler sich die ganze Zeit umziehen und spielen, sondern auch mich, der ich die ganze Zeit von einem Instrument zum anderen gelaufen bin, um klar zu machen, in welcher Wohnung wir uns befinden. Und in dem Stück habe ich 12 Instrumente gespielt. Das waren aber dann zum Teil auch so, so Spieluhren mit Kontaktmikrofonen durch Effekte durch oder so. Ne? Also das waren dann 12 Instrumente. Und dann habe ich da im Pressetext geschrieben, da werden 12 Instrumente gespielt und habe auch mal in einem anderen Pressetext nochmal geschrieben, ich spiele 12 Instrumente und die Zahl 12 klingt halt gut. So. Ja, klar. Und klar. Das wird immer wieder aufgegriffen, wenn man denkt, oh krass, du spielst 12 Instrumente und ich spiele natürlich viel mehr Instrumente als 12, ja, aber das ist natürlich dann so Klavier, Orgel, E-Piano und Synthesizer oder so. Ne? Und das ist ja so, Synthesizer spielen ist was ganz anderes als Klavier spielen. Klar. Während E-Piano was Ähnliches ist wie Klavier spielen, aber natürlich ist der Weg nicht so weit. So, also natürlich ist es, wenn man Kontrabass spielt, auch noch E-Bass zu spielen, ist kein großer Schritt. Und wenn man Klavier spielt, dann Synthesizer spielen oder Cembalo, ist nicht so verschieden. Und wenn man das alles mitzählt, wenn man denkt, Cembalo, Orgel, Synthesizer, Klavier, E-Piano, klar, dann hat man schon ganz viele Instrumente, ohne dass es wirklich beeindruckend ist. Ja, das stimmt. Und das stimmt. Die Kurzfassung ist, Klavier war mein erstes ernsthaftes Instrument. Das habe ich mit 7 angefangen. An einem echten Klavier oder an so einem Casio? Nee, an dem echten schon. Okay. Bin dann mit so, mit, weiß nicht, 14 oder was, durch die Begegnung mit so coolen, echten Jazzmusikern voll auf so einen Jazztrip gekommen. Und mit 14? Ja, relativ früh. Ich wollte sagen, 13, das ist ein 14. frühes Einstiegsalter für, ja, nicht unbedingt Musik, aber speziell für Jazz. Ja, es hat, naja, es war so. Erstmal 7 Jahre ist als Einstiegsalter für Klavier, für Klassikmaßstäbe, ist schon viel zu spät. Da ist schon alles vorbei. Das habe ich erst später erfahren, sozusagen. Okay. Wenn man in Klassikmaßstäben denkt, wirst du mit 7 nicht mehr Berufspianist. So, das ist durch. Weil das, diese ganz frühkindliche Bewegungsmuster sich drauf schaffen, also so sagen es manche, ich weiß nicht, ob das alle so sehen, aber
diese Virtuosität, die du als Konzertpianistin brauchst, die kannst du nur als Kleinkind entwickeln. So, okay. Wahnsinnig schnell und krass, wie die spielen müssen. So die ganz berühmten Pianisten, die sind alle, haben alle mit 2, 3 angefangen. Okay. Und mit 7 kann man noch spielen und gut werden, aber halt nicht mehr so gut wie so Konzert. Der richtige Zug ist da schon so abgefahren. Ja, genau. Da kriegt man mit 8 seine erste Depression deswegen. Ja, ich habe das erst mit 30 erfahren, dass das so ist. Gott sei Dank. Und weiß nicht, ob es mich beruhigen soll. Es war von Anfang an, war der Klassikzug schon mal abgefahren. Und dann ging es mir darum, ich wollte ziemlich früh so, so popkulturell, subkulturell unterwegs sein. Ich wollte in Bands spielen und eigene Musik machen, Rockstar werden, wie jeder gute Junge so, ne? Und dann war der Jazz so der Weg dorthin. Also ich hatte, mein allererster Klavierlehrer war der Organist unserer Kirchengemeinde. Ja. Der hat mich nicht besonders inspiriert. Da hatte ich eigentlich wenig Spaß am Klavierspielen. Und dann haben wir festgestellt, meine Eltern, dass meine Klassenkameraden, die auch Klavier spielen, viel mehr Spaß haben. Dann war die Frage, woran liegt das? Die haben den besseren Lehrer. Und ein paar von denen waren dann bei einem lokalen Typen, der wohnt bei uns 2 Straßen weiter. Das war aber... Seine tragische Geschichte war, dass er Gründungsmitglied der Band Bab war. Und die Band Bab erzählt die Geschichte so, dass er einfach nur Leute, Freunde brauchte, die ihm helfen, den Proberaum auszubauen. Der hat halt auf so einem Dorf irgendwie so ein Haus gekauft, günstig, und hat so einen Schweinestall, irgendwie wollte ihn zum Proberaum ausbauen, und hat dann seinen Kumpels, mit dem er schon in 1000 Bands gespielt hat, gesagt, wollen wir nicht wieder eine Band gründen, ich hätte einen geilen Proberaum. Und als der Raum fertig war, hat er gesagt, ich habe eigentlich doch keinen Bock mehr auf die Band, das bringt doch nichts. Ist jetzt die 10. Band, die nichts wird. Und das war dann Bab. Okay, das waren die Anfänge von Bab. Genau. Okay. Und der hat es, glaube ich, sein Leben lang nicht verwunden, diesen Fehler seines Lebens, sobald der Proberaum fertig ist, dann so ein Backlash zu haben, zu denken, ach, ehrlich gesagt, das bringt doch nichts. Ja. Ich lasse das sein mit der Band, ich werde jetzt Klavierlehrer, jetzt habe ich ja einen super Raum dafür. Und die Band sagt, na toll, jetzt haben wir dir geholfen, den Raum auszubauen, jetzt steigst du aus. Und die Band wurde dann Bab und er war halt Klavierlehrer, so. Aber es war natürlich ein coolerer Typ als der Organist der Kirche, und darum habe ich bei dem dann wiederum mehr Spaß gehabt. Und über den habe ich dann einen echten Jazzmusiker kennengelernt, der sich mit Synthesizern auskannte und mit Keyboards und der Musikjournalist auch war und für diese Zeitung Keyboards immer schrieb und so. Und das war so eine echte coole Sau, und das war dann so... Der Blick von, es gibt coole Erwachsene, das war mir bis dahin nicht klar. Bis dahin, wie alt, da warst du da 14? Da war ich dann so, ja, vielleicht 12, 13, glaube ich, so. Okay. Und dann wurde ich ziemlich schnell ganz gut. Okay. Und das war dann schlecht, dass ich merkte, ich wurde ganz gut, weil dadurch wurde ich total faul und dann bin ich nicht mehr weitergekommen. Also ich hatte einen totalen Schub so mit 12, 13, weil so eine neue Welt aufging. Ja, und dann habe ich im Improvisieren gelernt und nach Gehör spielen und so. Und ich wollte eigentlich so Pop-Typ sein. Ich wollte in Bands spielen und so weiter. Und das habe ich dann gelernt über diesen Jazzmusiker und habe über den dann auch, bin dann gewechselt in die Musikschule Bad Godesberg, wo ganz viele Professoren von Jazzhochschulen unterrichtet haben. Und da habe ich dann irgendwie bei relativ namhaften Leuten dann so Jazz gelernt. Okay. Und mochte aber gar nicht so gerne swingen oder so. Ich mochte dann halt so Fusion und irgendwie und so Funk und so. Das war was mich angesprochen hat. So Muckermusik, also, dann wurde ich so zum Mucker. Irgendwas auch, was einen etwas treibenderen Beat hat vielleicht? Ja, Funk, genau. Also ich Groove. Eigentlich war das Ding, ich kam aus so einer Pop-Assoziation her und mochte Pop. Und dann kamen diese Jazzmusiker und haben gesagt, ja, Pop ist schön und gut, aber Jazz ist the real shit. Und dann habe ich innerhalb der Jazzwelt gedacht, nee, das hier, das eine hier, ja, eben so Funk-Zeug und so. Das ist the real shit. Fusion, das ist so die Schnittmenge.
Ja. Das ist, was ich eigentlich will vom Pop-Appeal her, und das findet aber statt in so einer Jazz-Musikschule. Und dann mochte ich also so 70er Jahre Rock-Jazz oder so. Mhm. Herbie Hancock. Herbie Hancock zum Beispiel. Mhm. Du hast vorhin erwähnt, zweimal hast du es, glaube ich, gesagt, ein richtiger Jazzmusiker oder ein echter Jazzmusiker. Mhm. Was macht einen echten Jazzmusiker für dich aus? Ich meine, dass, wenn ich das sage, im Sinne von jemand, wo die Künstlerexistenz übers Spielen definiert ist, im Gegensatz zu einem, der das weiß, aber eher drüber redet oder unterrichtet als Hauptsache. Okay. Ich glaube, es geht um den Schwerpunkt. Wenn man denkt, ich spiele und das kann ich auch nebenbei anderen beibringen, ist das eine andere Haltung, als wenn man sagt, ich bin vor allem Lehrer und ich wüsste theoretisch, wie es ginge zu spielen. Okay, das hat möglicherweise mit einer Menge zu tun, also wie viele Tage im Monat du auf der Bühne stehst oder im Proberaum und wie viele Tage im Monat du unterrichtest. Möglicherweise ist es aber auch gar nicht eine Frage der Menge, sondern eine Frage der Intensität, also eher eine Frage vom Mindset, würde ich sagen. Ja, also man wie kann, viel man das Spielen auch selber braucht. Man kann wahrscheinlich ein Künstler-Mindset haben und trotzdem die meiste Zeit unterrichten. Ich würde schätzen, das geht. Aber ich höre es von Kollegen, dass so, ich glaube, 2 Tage ist so eine Grenze. Wenn man mehr als 2 Tage unterrichtet, ist es schwer, ein Musiker-Mindset zu behalten. Dann ist man eher Lehrer vom Mindset her. Okay, das ist eine interessante Theorie. Aber kann ja stimmen. Mag auch verschieden sein bei verschiedenen Leuten. So. Ne? So, wir hatten jetzt ja einige Punkte, die wir abarbeiten. Ja, ach so, nee, wir sind natürlich sofort voll abgebogen. Also natürlich. Also alles, was ich jetzt über mein Leben erzählt habe, war immer nur Tasteninstrumente. Okay. Ich hatte dann mit 18 das Ding, dass ich dachte, diese Jazzwelt, also es war so eine Option, ich studiere jetzt Jazzpiano und bin dann studierter Jazzmusiker. Dann bin ich auch echter Jazzmusiker. Und dann war ich aber so ein bisschen feige, weil ich habe so von zu Hause mitbekommen, Musiker gibt's gar nicht. Also Musiker zu werden war ein großes Auflehnen gegen ein Elternhaus, das mir sagt, Musik ist so ein Hobby-Ding und das ist gar keine ernsthafte Option für ein Leben. Und ich habe gesagt, doch, so. Und war dann aber natürlich so ängstlich, dass ich das nur in so ganz, man muss das dann studieren und so. Und dann hat man Diplom, dann hat man die Erlaubnis, Musiker zu sein und so. Also das ist den Führerschein quasi. Genau, und das ist so natürlich ein sehr gebremstes Verhältnis. Stimmt ja natürlich alles nicht so. Und ich hatte mir das dann so vorgestellt und habe dann gedacht, so, ich habe dann nicht gedacht, dann bin ich der Rockstar, der ich werden wollte, sondern habe ich gedacht, dann bin ich so ein Musikschul-Bigband leitender lokaler Jazzmucker, das finde ich ja gar nicht interessant. So. Ja. Und ich habe gemerkt, ich denke viel weiter, ich interessiere mich für viel mehr Sachen. So. Ich habe gedacht, ich möchte eigentlich auch gern Klassik lernen und Folklore und Weltmusik und so. Ich habe mich für unheimlich viel verschiedene Sachen interessiert. Wie alt warst du da? Da war ich jetzt so 18. Jetzt bin ich gerade bei, ich war 18 und habe mir überlegt, was will ich mal werden und was will ich jetzt Jazzpiano studieren? Was so viele Leute dachten von, du spielst sehr gut, dann studierst du das bestimmt auch. Und dann habe ich so alles klar. Gedacht, ja, will ich das? Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich höre gerne im Radio ganz andere Sachen. Ich höre gerne auf Kurzwelle, suche ich irgendwelche Sender mit total interessanter Musik und so. Und ich möchte irgendwie noch viel mehr mich viel breiter aufstellen als jetzt nur dieses, jetzt bin ich studierter Jazzmusiker. Das war mir irgendwie zu wenig plötzlich. Und dachte, vielleicht würde ich gern Filmkomponist werden oder Keyboarder in einer Reggae-Band oder so. Also es gab noch viel mehr musikalische Optionen, die ich mir hätte vorstellen können, die jetzt nicht so auf dieser studierten Jazzlinie lagen. Und dann habe ich mich umentschieden und wollte Musik auf Lehramt studieren. Genannt Schulmusik, weil das breiteste musikalische Studium, das es gibt. Da lernt man alles. Okay. Aber wolltest du das nur lernen oder wolltest du das hinterher auch ausüben? Nee, hauptsächlich lernen. Okay. Ich habe so gedacht, das könnte als eine von 15
15 Optionen vielleicht auch sein, dass ich am Ende Lehrer in einem Gymnasium werde für Musik, aber später mal. Ich habe so gedacht, erst werde ich vielleicht Reggae-Keyboarder 10 Jahre, dann 10 Jahre Filmkomponist und dann bin ich die coolste Sau der Welt und dann gehe ich mit 60 an die Schule und werde Lehrer. So. Dann habe ich was, dann habe ich echt was zu sagen. So. Dann habe ich wirklich was der Welt mitzugeben. Ja. Und, ja. Nee, aber der Hauptgrund für das Studium war, dass es einfach das breiteste Studium auf hohem Niveau ist. Okay. Also man kann dann, ich habe richtig guten klassischen Klavierunterricht gehabt. Mhm. Ich hatte auch Jazz-Klavierunterricht, den ich aber nicht wahrgenommen habe, weil auf dem Niveau konnte ich das eh schon. Und dann aber auch unheimlich viel Musiktheorie, Komposition. Ich habe Dirigieren gelernt, ich habe Gesangsunterricht gehabt, Chorleitung, Musikgeschichte, Philosophie und tralala. Ich habe so dieses Schulmusikstudium, zumindest bevor das Bologna irgendwie, das ist natürlich alles sehr formatiert worden irgendwann, aber in den 90er Jahren, als ich studiert habe, war das einfach nur Musik, ich nehme alles. So, die bunte Tüte an Musik. Alles, was irgendwie geht. Ja. Und okay. Das passt sehr genau zu mir, weil ich kann zwar nicht so richtig Weltklasse gut, aber dafür interessiere ich mich für alles. Und das, darum kann ich auch drüber reden und so Querverbindungen herstellen zwischen verschiedenen Szenen, verschiedenen Welten und so. Also das war irgendwie ein gutes Studium für mich. Und dann habe ich aber, weil ich ja eher Jazzpianist war, habe ich so dem klassischen Klavierniveau nicht ganz entsprochen. Das wäre schwierig gewesen, Klavier als Hauptinstrument zu nehmen. Also war, ich habe so ein paar Professoren vorgespielt, die waren nicht so begeistert und so. Und dann habe ich gedacht, ich nehme jetzt mein Nebeninstrument als Hauptinstrument, ich drehe es rum, weil ich habe dann mit 18 angefangen, Kontrabass zu lernen. Okay. Weil ich fand, das sieht gut aus. Ist ein beeindruckendes Instrument. Ja, genau. Weil es ein Instrument ist, das sowohl im Jazz als auch in der Klassik einsetzbar ist. Mhm, ganz genau. Weil ich oft Kontrabassisten coole Typen fand. Mhm. Und weil es ein Instrument ist, das man einigermaßen schnell lernen kann. Also es war, ich brauchte halt ein Zweitinstrument. Ich dachte, wenn ich Musik auf Lehramt studieren will, muss ich ein zweites Instrument können. Mhm. Und dann habe ich mich für Kontrabass entschieden. Und bei Kontrabass ist es jetzt so, man kann das gar nicht viel früher anfangen. Während ich es ja sage, bei Klavier ist der Zug mit 7 vielleicht schon abgefahren. Für eine, so eine Klassikkarriere jetzt. Nicht, ja. Auf der anderen Seite ist Klavier ein Instrument, das man noch mit 40 anfangen kann zu lernen. Also ne, es ist, wenn man jetzt nicht weltberühmter Klassikmusiker werden will, kann man Klavier noch besonders spät anfangen. Und immer noch amtlich genau. Gut werden. Ja, weil es Klavier geht's, dauert es nicht lange, bis es einigermaßen gut klingt. Klar, es man ist ja anders als bei einer Gitarre. Beim Klavier drückst du ganz banal gesagt auf eine Taste und ein sauberer Ton kommt raus. Genau, richtig. Bis du den ersten sauberen Ton aus zum Beispiel einer Gitarre kriegst, dafür gehen schon ein paar Stunden. Genau. Ja. Und insofern, so, Kontrabass ist jetzt ein Instrument, das kann man gerne erst mit 17, 18 anfangen. So, ist kein Problem, das, man muss es ja allein tragen können. So, und das wollte ich jetzt sagen, ein kleiner Mensch, so ein 8-Jähriger oder 9-Jähriger, ich weiß gar nicht, ob es dann da wie bei Gitarren so Kinderkontrabässe gibt. Ja, gibt's, aber das ist wird selten. Ach, die nennt man dann Cello. Nee, also nein, das war ein Scherz. Ja, ja. Und nein, also Cello ist eine andere Instrumentenfamilie tatsächlich. Okay. Die Form ist auch ein bisschen anders. Muss man hingucken. Cello hat einen. Bei Cello ist es oben runder und tritt rechtwinklig auf den Hals. Und ein Kontrabass hat wie so flache Schultern. Das hat, ist oben so S-förmig und geht so elegant in den Hals über. Aber es sind doch beide Streichinstrumente. Ja, schon. Aber die Saiten sind auch anders gestimmt. Cello ist in Quinten gestimmt und Kontrabass in Quarten. Das heißt, wenn man von der Gitarre kommt, kann man sofort das auf Kontrabass übertragen. Und Cello kann man aber, okay, wenn man von der Geige kommt, auf Cello übertragen. Also, okay, es ist irgendwie verwandt und dann doch nicht. Also von der Funktion musikalisch spielen die immer das Gleiche. Also der Kontrabass ist im
Orchester, der Sub-Bass zum Cello. So, die machen oft einfach die Linien parallel. So. Okay. Also es ist verwandt und doch nicht. Und es ist oft so, dass Leute, die Kontrabassisten werden, erstmal Cello gespielt haben und dann umsteigen von Cello zu Kontrabass. Das ist schon so. Es ist aber nicht das Gleiche, wie von Gitarre zu E-Bass umzusteigen, sondern der Umstieg ist komplizierter. Ja gut, von Gitarre zu E-Bass kann man ja fast sagen, wer Gitarre spielen kann, auf einem guten Level, also nicht virtuos, aber gut, der könnte rein theoretisch in eine Garagen-Punk-Band gehen und da E-Bass spielen. Das ist ja auch der übliche Weg. Also viele namhafte Leute wie Lemmy zum Beispiel wollten eigentlich gar nicht Bassisten werden, sondern haben das aus der Not rausgemacht, weil sie eine Band hatten, wo drei Gitarristen sind und dann war so, einer von uns muss jetzt Bass spielen, ja, okay. Und Lemmy hat ja auch seinen Bass nie wie ein Bass gespielt. Der hat ihn ja immer wie eine Gitarre gespielt. Ja, ich höre gar nicht viel Rock, darum kann ich gar nicht beschreiben, wie der spielt. Ich weiß so ein bisschen über ihn. Er schrammelt den mit dem Fleck und dann einfach nur hoch ja, und gut. runter. Also, okay, also dann, wenn du den siehst, auch vom ganzen Habitus her, du von der Art, wie er das Instrument hält und alles, du würdest niemals sagen, dass das ein Bassist ist. Okay, wenn du dir nebenan Leute anguckst wie Flea von den Chili Peppers oder eigentlich jeder andere Bassist, Lemmy spielt den wie eine Gitarre. Ah ja, okay. Ich glaube teilweise sogar auch über Gitarrenverstärker. Ach. Krass, ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass er früher immer Marshall-Boxen benutzt hat. Ja. Es kann sein, dass es dann so eine 4-15er-Box war, aber es waren, meine ich, immer Marshall. Mhm, okay. Gut, von Lemmy zurück ja, zu dir. Okay, wir sind ja noch lange nicht am Ende. So, ich habe dann also Kontrabass, es gab so ein Schlüsselerlebnis, ich habe so einen Klassikpianisten vorgespielt, so einem Klassikprofessor. Das ist auch in der Klassik eigentlich üblich, dass man so schon mal sondiert, bevor man die Aufnahmeprüfung macht, schon mal checkt, schon mal Professoren kennenlernen, schon mal einem vorspielen und so. Das ist eigentlich ein normaler Vorgang. Die Klassikszene ist ja so, das hat ja was mit gesellschaftlicher Distinktion zu tun. Das ist ja so bürgerliche Distinktionskultur. So. Mhm. Und da ist es völlig normal, dass ein begabter Sohn über private Kontakte schon mal dem Professor vorspielt, dass der schon mal was dazu sagen kann. Ja. Im Fall, dass jemand besonders gut ist, sagt der Professor dem 12-Jährigen, du bist super, ich unterrichte dich oder ich schicke dich zu meinem Kollegen nach Japan und dann wird man halt als Kind berühmt oder so. Ist das so? Ja, ja, sowas gibt's ja. Okay. Ja, man fragt sich ja, wie werden denn so Leute so gut, wenn man schon so früh beginnt und warum gibt's berühmte Kinder und so. Das hat halt damit zu tun, wenn du die ganze Zeit. Eltern du bist halt so, die Eltern müssen einen kennen und einem mal vorspielen und dann, wenn der Lehrer sagt, du bist voll geil, entweder sagt er, ich unterrichte dich selbst oder er ist dann auch ehrlich genug, wenn man sagt, ich kann dir nichts mehr beibringen, aber ich kenne einen noch berühmteren Lehrer und dann ruft er den Kollegen in New York an oder in Tokio und sagt, ich habe hier einen Schüler, der ist 8 und ich kann ihm nichts mehr beibringen, dann sagt er, schick den rüber und dann gibt es so berühmte Kinder. So. Okay. So, in dem Rahmen habe ich dann also auch einem Kölner Klavierprofessor vorgespielt und der hat gesagt, Sie sind kein Musiker, Sie können ja überhaupt nichts, Sie wären ja voll, Sie sollen Arzt werden. Arzt ist ein sehr schöner Beruf, so, schlagen sich das aus dem Kopf, Sie können ja nicht mal eine Tonleiter spielen, so. Und dann habe ich gedacht, Scheiße, das hat mich natürlich sehr niedergeschlagen. Und, ja, klar. Und ich habe, also auch, dass ich das jetzt noch so genau weiß, ne, und das war doof. Und dann habe ich gedacht, der ist scheiße, aber vielleicht hat er ja auch ein bisschen recht. Also vielleicht nachher sitzt auch so einer in meiner Aufnahmeprüfung und so. Und habe dann gedacht, die Lösung ist, ich drehe es rum. Ich sage, Klavier ist jetzt mein Nebeninstrument im Studium. Mhm. Weil in der Kontrabasswelt komme ich immer gut an. So, dass alle denken, hey, du lernst schnell, das ist ja super und so. Dann nehme ich einfach Kontrabass als Hauptinstrument. Als Trick, um den Studienplatz zu kriegen. Und das hat funktioniert. Dann habe ich halt Kontrabass als Hauptinstrument im Studium genommen und habe ich habe dann in Hannover studiert. Ja. Und in Niedersachsen in der Zeit, es gab nicht viele Kontrabassisten
Und ich habe unheimlich viele Jobs gehabt. Und ich habe dann ab, seitdem ich 22, 23 war, davon gelebt. Ich habe meinen Lebensunterhalt mit Kontrabassspielen bestritten. Ich habe, wie macht man das? In der Woche 2, 3 Jobs gehabt als Kontrabassist. In Bands dann? Nee, in Klassik. Ah, okay. Hauptsächlich bei Kirchenkonzerten und Chorkonzerten und so. Es gibt dann so Chöre, entweder in Schulen oder in Kirchengemeinden. Und wenn die Chöre ihr großes Konzert haben, engagieren die sich so ein paar Musiker dazu. Ja. Dann fragen die so rum in der Szene, so Musikstudenten, ob die für 200 Mark hier mal spielen. Ja. Und dann fährt man dahin, eine Probe, ein Konzert. So. Und ich habe auch Operetten gespielt. Das war das ist ein Kamikaze-Ding. Ich habe in so einem völlig baufälligen Bus, der oft liegen geblieben ist und manchmal zu brennen angefangen hat, mit so osteuropäischen Musikern, die kein Deutsch konnten. Und dann ist man dann irgendwie in so Kleinstädte in Bayern gefahren, hat in der Turnhalle ohne Probe Operetten gespielt. Also so ich habe eine große Liebe für skurrile Erlebnisse. Und ich habe dann jahrelang vom klassischen Kontrabassspielen gelebt. Und da habe ich viele so seltsame Situationen erlebt, dass man so denkt, wie bin ich denn hier hingeraten? So, dann steht man so mit einem Kontrabass irgendwo auf irgendeinem Dorf und denkt, wo bin ich denn hier gelandet? Das war sehr lustig. Das ist komisch, weil die meisten Leute, wenn man jetzt ohne Kontext einfach nur hört, er hat als klassischer Kontrabassist Geld verdient, dann sehen viele Leute den Frack, die sorgsam zurückpomadierten Haare, das glänzende Instrument und dann den großen, bräunlich-güldenen, ausgeleuchteten Saal. Ja, das gehört auch dazu. Das ist ja das Tolle. Was ich daran mag, ist, man ist ja beides. Also man hat dann, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich dann ja mit 17, 18 angefangen habe, mich jetzt doch mit klassischer Musik zu beschäftigen. Obwohl ja vorher mit 9 oder so war ja der Trick, keine Klassik mehr zu spielen, weil ich dachte, ich will ja irgendwie, es ist ja viel cooler, in der Band zu spielen. Mhm. Aber das war ja noch auf dem Klavier. Das war mit 9 auf dem Klavier. Und dann war dann mit 17, 18 habe ich gedacht, nee, ich möchte jetzt Schulmusik studieren, ich möchte Musik auf Lehramt studieren und Klassik lernen und fange jetzt noch an, Kontrabass zu spielen, weil ich das irgendwie, ich mochte das. Und ein Teil davon sind auch so äußere Sachen, dass klassische Musiker immer so Anzüge tragen und mit so Geigenkästen rumhängen irgendwo. Also diese inszenierte Form nach außen, das mochte ich auch gerne. So. Und ich fand das irgendwie cool, als Style so mit einem Frack rumzulaufen und so. Und, man hat dann ja beides. Also wenn man in so einem Konzertsaal oder einem Opernhaus hast du dieses tolle Bild, aber wenn die Leute durch den Bühnenausgang rausgehen, gehen sie durch eine Tür durch und sind in so einem ganz trostlosen, neonbeleuchteten weißen Flur. Ne? Mhm. Und zu dem Bühnenkünstler sein gehören immer beide Seiten. Mhm. Der neonbeleuchtete Flur und das ausgeleuchtete Auditorium. Genau, also der Moment ist ja ganz toll und das wird bei Lady Gaga auch noch so sein, dass die in einem ganz trostlosen Garderobe irgendwo ist oder so Rihanna, die auf einem stinkenden Autobahnparkplatz in ihrem Nightliner irgendwie 5 Tracks einsingen muss, die dann irgendwie nächste Woche rauskommen, wo sie Feature drauf macht und irgendwie so. Also man hat, glaube ich, als performender Künstler eine riesen Bandbreite in seinem Leben aus so totaler Glamour und aber auch das Gegenteil davon, so ganz trostlose, das darf jetzt echt keiner sehen, wo ich hier gerade bin. So, und ich mag diesen Gegensatz sehr. Ich glaube, die meisten performenden Künstler mögen diese Achterbahnfahrt zwischen so fast liebenswerter Trostlosigkeit und dann so einem Glamour. Es ist ja diese typische Romanvorlage oder Geschichtenvorlage, dass man sich durch den Dreck nach oben arbeitet, vom Tellerwäscher zum Millionär oder sowas. Aber was ich meine, ist, dass du beides immer schon hast. Also der Tellerwäscher ist bereits letzten Endes eine Millionär, sozusagen in dem Moment, wo der Tellerwäscher
nach dem Job noch auf die Jam geht und da irgendwie den Saal abreißt, ist ja schon bereits der Millionär. Und der Millionär ist auch immer noch der Tellerwäscher in dem Moment, wenn keiner guckt. Schön, das ist schön. Der Millionär ist immer noch der Tellerwäscher in dem Moment, wo keiner guckt. Ja. Gut. So. Schon mal das Zitat des Tages festgehalten. Ich gehe jetzt nochmal zurück zum... Bitte. Ich habe dann also Kontrabass studiert und habe dann eine Band gegründet nach dem Studium. Das war dann meine erste professionelle Band. Gemeinsam mit einem schwulen Chansonsänger, den ich auf der Straße kennengelernt habe. Okay. Weil ich dachte, der sieht aber sympathisch aus, den will ich kennenlernen. Und er wollte mich anflirten. Okay. Und es gibt schlechtere Grundvoraussetzungen. Ja, ne? Und dann sind wir irgendwie, und wir haben dann nichts gesagt. Wir guckten uns nur so mit den Augen an und sind so, haben immer so geguckt, wo der andere lang geht, sind so eine Weile nebeneinander hergegangen, haben uns angelächelt und dann irgendwann haben sich unsere Wege getrennt. Aber wir begegneten uns dann wieder, weil wir gemeinsame Freunde hatten und weil es halt auch ein Musiker war. Und dann haben wir uns schnell sehr angefreundet. Und es handelt. Aber er war nicht enttäuscht, weil er dich ja anflirten wollte. Ach nö, wir haben uns dann ja kennengelernt und haben irgendwie, sind dann dicke Freunde geworden. Und wir machen immer noch Musik zusammen, manchmal, heute nicht mehr oft, weil er mehr schreibt und so, aber manchmal schon. Nö, es ist eine tolle Lebensgeschichte und Freundschaft draus geworden. So, wir beide und dann noch ein klassischer Gitarrist, der aber mittlerweile heutzutage Schamane ist und so Mantras singt und schamanische Zeremonien durchführt, der damals aber klassische Gitarre studiert hat. Und wir drei waren sehr, sehr unterschiedliche und so als Mitte 20-Jährige auch voll süße Jungs. Und wir haben eine Band zusammen gegründet, die hat so nach Boygroup-Prinzip funktioniert. Also ich so mit meiner Persönlichkeit, dann dieser durchaus süße, aber ganz spirituelle Klassikmusiker. Ja. Und dann dieser sehr flirrende, glamouröse Chansonsänger. Ja. Und wir haben so zusammengeschmissen, was wir so musikalisch und auch von unserer Aura her mitbringen. Und raus kamen so drei sehr unterschiedliche Typen. Uns hat man aber auf der Bühne angemerkt, dass wir uns sehr lieben, dass wir so sehr gute Freunde sind. Und die Musik waren dann so Latin-Pop-Klassiker mit deutschen Texten oder so. Okay. Und die Band hieß Male Babes. Und wir Male Babes? Ja. Das ist ein furchtbarer Name, ja, wenn ich das sagen darf. Ja, das waren die 90er. Ja, stimmt. Ja, okay. Ja. Also, ja, klar, ich bin jetzt auf den Namen nicht besonders stolz, aber uns gab es 10 Jahre und wir haben unter anderem den Niedersächsischen Kleinkunstpreis bekommen. Und da kommt das her, Niedersächsischer Kleinkunstpreis. Das war die Band Male Babes, in der ich Kontrabass gespielt habe und Backing Vocals und so gemacht habe. Okay. Singen kannst du also auch noch? Nee, ich singe, naja, also ich bin ziemlich schlecht im Singen, im Sinne von unbegabt, was mich zu einem okayen Vocal Coach macht, weil ich weiß, das ist beim Gesang ist so, Leute, die gut singen können, sind manchmal schlechte Lehrer, weil sie nicht wissen, wie das geht, weil sie denken, sing halt so. Und also es gibt Leute, die sind perfekte Sänger und zwar so perfekt, dass sie nicht bewusst sind, was sie da machen. Ja, verstehe. Und dann du weißt immer noch, wofür du arbeitest. Ich weiß auf jeden Fall, weil ich kenne die Schwierigkeiten, ich habe sie nur nicht gemeistert, darum bin ich auch kein Superlehrer. Also ich bin nach wie vor jetzt kein guter Sänger, aber ich habe einigermaßen viel Vocal Coaching für ebenfalls nicht so begabte Leute. Ne, das ist zu böse formuliert. Ich habe in zwei Bereichen Leute gesangsgecoacht, nämlich ich habe lange als Schauspielmusiker gearbeitet und habe dann, wenn Schauspieler singen mussten, sie unterstützen können, weil ich weiß, was die Schwierigkeiten beim Singen sind und teilweise auch wusste, wie man sie überwinden kann. Also ich habe relativ viel so Stimmarbeit mit Schauspielern machen können, bis zu einem gewissen Grad. Und ich habe auch auf Kreuzfahrtschiffen als musikalischer Leiter gearbeitet, wo man ja auch mit Sängern arbeitet. Das heißt,
obwohl es im Studium so mein unbeliebtestes Fach war, weil ich dachte, Singen und Stimme ist jetzt nicht mein Thema. Mhm. Aber genau weil ich nicht so gut bin, hab ich da viel Sachen auf den Punkt bekommen von so, ich muss das und das machen und so. Und ich habe einigermaßen so die Grundtricks einigermaßen mitbekommen und habe es dann auch teilweise anwenden können im Leben. Okay, also man merkt schon, ich werde ja irgendwann darauf zurückkommen, wie unglaublich vielseitig du bist, ne, der Renaissance-Mensch. Aber man merkt, dass die Stufen oder die einzelnen Stadien in deinem Leben eindeutig und hundertprozentig genau auf sowas hinweisen. Wir sind jetzt in den 90ern angekommen. Du bist mit den Mailbabes erfolgreich. Ja. Warte mal, ehrlich gesagt sind wir schon in den Nullern. Oh! Weil die 90er habe ich studiert und die Mailbabes wurden gegründet, ich glaube 1999. Ah, okay. Verstehe. Haben wir die EP gemacht. Ja. Und wir hatten unseren ersten Auftritt in einem schwulen Club namens Die Schwule Sau in einem besetzten Haus oder in einem ehemalig oder immer noch besetzten Haus in Hannover, da wo die Chaostage immer waren. Das Zentrum der Chaostage war so eine ex-besetzte Industrieanlage, in der es einen schwulen Club gab. Also es war ein schwuler Punkclub. Ihr habt in einem Club namens Die Schwule Sau in einem besetzten Haus in Hannover im Epizentrum der Chaostage Latin-Pop-Klassiker mit deutschen Texten gespielt als eine Band mit Namen The Male Babes. Du bringst es auf den Punkt, ja. Das bin ich im Jahr 1999. Ich finde das so... Ganz kurz, ja. Das muss ich jetzt... Das ist alles wahr, was du erzählst. Das ist alles die Wahrheit, natürlich. Okay, ja. Gut. Weil ansonsten wäre es eine hervorragend ausgedachte Geschichte. Ja. Aber bitte, nee, fahr fort. It's my life. ich bedauere das übrigens so sehr, dass Schwulenszene und Punkszene heute ja nichts mehr miteinander zu tun hat. Und das war aber ja mal... Oder vielleicht stimmt es gar nicht. Vielleicht hat es heute wieder miteinander zu tun. Aber es hatte mal eine Weile wenig miteinander zu tun. Ich glaube... Also aus der richtigen Punk-Szene bin ich raus. Da war ich, glaube ich, tatsächlich so... Ich nehme das übrigens zurück, Mitte, das stimmt gar nicht. Ja. Mitte, Ende der 90er. Mhm. Aber wenn man sich jetzt so, so Leute wie zum Beispiel den Sänger der Band NoFX anguckt, der regelmäßig in Frauenklamotten auf die Bühne geht und mit diesem ganzen Thema umgeht. Ja, wenn ich drüber nachdenke, ist es auch Quatsch, weil natürlich ist alles, was autonom ist heute, auch queer, feministisch und so weiter. Also es stimmt gar nicht. Aber es gab so eine Zeit lang, wo das total auseinanderdividiert war und das fand ich dann schade. Ja, aber klar, die schwule Sau ist noch aus, also die kommt ja von der Tradition, glaube ich, aus den 80ern oder so. Also der Laden, wo wir da unseren ersten Gig hatten. Mhm. Ja. Ja, weiter. So, und dann, was kam dann? Die Mailbabes gab es 10 Jahre lang. Ja. Und also bis ungefähr 2009. Genau, warte mal, kommt das hin? Ja, genau. Und dann hatte ich so einen Wandel in meinem Leben. Ich war nicht mehr glücklich mit meinem Leben. Ich habe gedacht, mit den Mailbabes kommen wir nicht groß weiter. Wir sind in so einem professionellen Mittelfeld. So, wir können nicht wirklich von der Band leben. Ja. Wir sind so mal im Lokalfernsehen oder so. In der Kleinkunstszene kennt man uns, aber wir werden niemals so richtig bekannt werden, dachte ich. War das Ganze denn auch eher so komödiantisch angedacht? Ja, da musste schon sehr lachen. Also es war eigentlich komödiantisch, aber in dem komödiantisch reingemogelt ging es einfach um Dramen, um so um traurige Liebesgeschichten vor allem und so. Und irgendwie war ich habe auch gemerkt, ich hatte so Punkte, wo ich so Konzerte hatte, die mir gar keinen Spaß gemacht haben und wo ich sagte, ich mag das Publikum gar nicht und so und ich hatte irgendwie so ein Gefühl von, ich möchte das nicht, ich möchte mich ändern. Und dann bin ich aus den Mailbabes ausgestiegen
Und ein anderer Punkt war, zum Leben habe ich Theatermusik gemacht. Das ist noch eine andere Schiene. Ich habe dann tatsächlich nach dem Studium bin ich nach Hamburg gezogen und wurde Filmmusikkomponist. Habe bei einem Fernseh- und Werbekomponisten als Mitarbeiter angefangen, habe Arrangements für den geschrieben und der hat mir so Produzieren beigebracht und so professionelles Filmmusik machen. So. Mhm. Und das war so ein bisschen wie bei einem mittelalterlichen Meister. Es war zwar eine praktische Sache, wir haben so einen Film und einen Auftrag, den wir bis dann fertig machen wollen und wir machen es aber so, dass ich erst die leichten und dann immer schwierigere Aufgaben von ihm kriege und er mir das quasi beibringt beim Machen. Okay. Und dafür wurde ich so ein bisschen bezahlt und da habe ich so richtig... So wie eine Assistenzstelle. Ja, genau. Okay. Und dann habe ich Fernsehmusik gemacht und Filmmusik und Werbemusik für ein paar Jahre. Mhm. Und das war aber sehr arbeitsintensiv und enorm einsam. Mhm. Und da hatte ich keine Lust mehr drauf und bin da irgendwann ausgestiegen und bin von Hamburg nach Köln gezogen. Nee, das war später. Ich bin da erstmal ausgestiegen und bin von Fernsehen zum Theater gegangen. So. Mhm. Und das war in der Anfangszeit der Maybabes. Habe ich erst noch in Hamburg gelebt und Filmmusik gemacht und bin dann irgendwann vom Fernsehen zum Theater gegangen und habe dann so ein nomadisches Leben geführt, dass ich immer da mich aufgehalten habe, wo ich gerade Theatermusik gemacht habe. Mhm. Und habe mit Theatermusik war es ziemlich erfolgreich. So, da habe ich sehr viel zu tun gehabt und davon habe ich gelebt eigentlich, während ich in den Maybabes gespielt habe. Und auch bei der Theatermusik war ich dann irgendwann in so einer Falle drin, dass ich dachte, ich entwickle mich nicht mehr weiter. Ich komme hier mit allem durch, was ich mache. Und ich, du hast keine Reibungspunkte mehr. Ja, ich werde immer fauler. Ich werde auch vielleicht immer schlechter, weil ich denke, ja, hier, bitteschön, mache ich euch so. Und mir fehlte da irgendwie die Herausforderung. Und, und die Maybabes macht mir keinen Spaß mehr. Und dann habe ich dann einen Punkt gehabt, wahrscheinlich um 2009 rum oder 10, 11, sowas. Mhm. Ich war mittlerweile von Hamburg nach Köln gezogen als Hauptwohnsitz, was aber keine Rolle spielte, weil ich sowieso immer unterwegs war. Und die Wohnung war nur das, wo meine Sachen stehen, wo meine Waschmaschine steht. Und dann habe ich irgendwann mit Theatermusik und mit den Maybabes aufgehört. Okay. Und das war gut, weil dadurch wurde wieder Raum frei, dass ich was Neues machen konnte und mich dann weiterentwickeln konnte. Ich hatte halt das Gefühl, ich war so stuck, ich war auf demselben Niveau festgefahren und dadurch, dass ich das aufgehört habe, ging es dann nochmal weiter. Würdest du, wenn man sich das jetzt Ganze so vor Augen führt, was du gemacht hast, würdest du dich eher als jemanden sehen, der, wenn er Musik macht, der sich so von der Muse und weniger greifbaren Kräften küssen lassen muss, um eine Idee zu haben? Oder bist du ein musikalischer Handwerker? Ich sehe mich vor allem als Spieler. Ich finde, Musik machen ist immer so, wie als ich als Kind mit Lego gespielt habe oder so. Das ist mein Gefühl dabei. Also, ich mag Handwerk im Sinne von das drauf zu haben. Ich bin aber in den jeweiligen Bereichen immer nur so gut, wie man es gerade braucht. Ja, verstehe. Also ich bin jetzt weder im Klavierspielen noch im Kontrabassspielen noch im Software bedienen, noch im Tontechnik abmischen oder so. Ich bin in keinem Bereich so ein Meister. Aber in jedem Bereich bist du so gut, dass es deinen Zielen dient. Genau, das erstens. Und zweitens ist meine Qualität, ist, dass ich diese ganzen Bereiche alle im Blick habe. Ja. Und auch übertragen, dass ich verschiedenste musikalische Genres wirklich liebe. So, also ich mit einem ganz liebevollen Blick sowohl auf so auf Chanson, Kleinkunst, als auch auf afrikanische Popmusik, als auch auf spätromantische Klassik oder, ne, also so, ich liebe das alles wirklich. Und dadurch, dass ich diesen weiten Blick habe, daraus ergeben sich so ein paar Qualitäten und von denen lebe ich sozusagen, davon zehre ich. Ja.
Ja, weil du natürlich auch aus allen Bereichen in irgendeiner Art und Weise Inspiration ziehen kannst. Genau, genau. Klar. Und so ist dann die ganze Welt, die es gibt, die ganze Vergangenheit der Musik und alle Techniken, die man anwenden kann, sind wie ein riesiges Spielzeugansammlung, wie so ein riesiges Spielzimmer, aus denen ich dann so witzige Sachen mache. Okay. Das ist so meine Haltung. Ich hoffe, ich greife jetzt nicht vor, aber wann kam Techno ins Bild? Ja, eigentlich dann. Ha! Also, wunderbar. Es ist so, ich habe, glaube ich, die Anfänge, ja, das ist eigentlich dramatisch, ich habe die Anfänge von Hip-Hop in Deutschland und die Anfänge von Techno miterlebt und werfe mir bis heute vor, dass ich das damals nicht kapiert habe, dass das gut ist. Was waren für dich die Anfänge von Hip-Hop in Deutschland? Was genau meinst du? Das war das Jahr, als Rapper's Delight rauskam. Ja. Und plötzlich um mich rum ganz viele Leute angefangen haben zu breakdancen und zu sprühen und wahrscheinlich zu auch. Zu sprühen und so plötzlich völlig andere Klamotten als vorher trugen. Mhm. Mhm. Und ich fand das doof. Ich fand halt als Teenager immer doof, was andere machen. Mhm. Aus Prinzip, weil es andere machen. Ich wollte immer nur Sachen machen, die nur ich kenne. So, wenn es ein, so, dann haben die Freunde irgendwie, ich kenne Leute, die Breakdance, dann denke ich, dann mache ich das nicht. Mhm. Und bist du denn auch der Typ, der eine Musik nicht mehr mag, wenn zu viele Leute sie kennen? Ja, früher. Also als Teenager war ich so und dann habe ich dann, heute bin ich im Gegenteil. Heute, das sitzt dann nämlich ganz tief, dass ich dann irgendwann mit 20 denke, oh, wie doof war ich denn so? Was ist mir denn alles entgangen, weil ich alles abgelehnt habe, nur was andere machen so? Ja. Und das war eben, also wäre ich damals zu dem Zeitpunkt drauf eingestiegen, Beats zu bauen und hätte so Hip-Hop gemacht, wie gut wäre ich heute? Was für ein guter Beatbauer wäre ich heute, wenn ich das so, ich war ja da in dem Jahr, wäre ich drauf eingestiegen, wäre ich heute voll geil. Und dann weiß ich auch noch, als es anfing, dass man so im Radio berichtet, dass in England gibt es jetzt tagelange Partys, wo die Leute die ganze Zeit tanzen. Und es gibt so DJs, man weiß, es steht auf dem Flyer drauf, wie der DJ heißt. Und es gibt so geheime, illegale Privatpartys und so. Und zwei Freunde von mir haben dann irgendwie gecheckt in so einem Abbruch-Industrie-Ding, so eine Party. Da habe ich sogar auch so ein bisschen mitgeholfen, irgendwie mit Generator besorgen und Conga spielen in der Zeit, wenn der Generator aufgetankt werden muss, sind so Percussion-Leute, damit man nicht zu tanzen aufhört, spielt man Percussion in dem Moment, wo sie den Generator auftanken müssen und so. Das sind so ganz so Proto-Rave-Erinnerungen. Ja. Und ich war aber damals blöderweise so ein Jazz-Nerd, der sagt, Jazz ist viel besser. Mhm. So, Techno ist ja immer nur derselbe Basston. Das ist ja nur ein Akkord. Ich bin viel besser. Ich spiele 4 Akkorde. Ja. So, ne? Und das war natürlich total ein Riesenfehler. Ja. Und ich habe mich damals so drüber gestellt. Und ich habe relativ früh mitgekriegt, so was gibt es jetzt? Und es gibt jetzt so diese krassen Clubs. So, man fährt irgendwie nachts um 3 nach Frankfurt, um dann um von 5 bis 8 im Flughafen in so einen Chill-Out-Raum zu gehen. Und so. Und das habe ich alles relativ früh mitbekommen, dass es das gibt. Und ich beiß mir halt immer noch in den Arsch, dass ich das doof fand. Ja. Und dachte, nee, ich bin Jazzmusiker, ich spiele 2, 5, 1, Kreuz, 7, 11. So. heute bin ich dann genau andersrum und dachte, oh Mann, das Techno war viel interessanter. Und dann gab es halt den Punkt, wo ich merkte, so Moment, das wächst alles zusammen. Mhm. Und das war Ende der 90er, habe ich zum ersten Mal fürs Radio Hörspielmusik gemacht. Weil ein Freund von mir Regieassistent-Praktikum gemacht hat und dann sollte der ein eigenes Hörspiel oder ein Feature machen und hat mich gebeten, ihm dafür eine Soundatmo zu machen. Und die Vorgabe des Redakteurs war unter anderem Köln-Techno. Er soll sich an Köln-Techno orientieren. Und dann dachte ich mir, Köln, da komme ich her. gibt es Köln-Techno? Was ist denn das? Und so. Und dann habe ich, und ich habe auch, ich habe gerne Specs gelesen in der Zeit und so und Intro, was
glaube ich, war auch schon aus Köln damals, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, jetzt werde ich gerade wehmütig. Ich weiß nicht, wann die Intro und Abtrennung gezogen ist, aber jedenfalls habe ich so aus der Presse und so mitbekommen, in Köln gibt es so eine Szene, da gehört das alles zusammen, so experimentelle Musik und Techno, aber auch einfach Spaß haben und irgendwie, da gibt es so einen eigenen Stil, der total neugierig, offen, spielerisch ist. Und das war dann Minimal. Genau, das war so, aber das war auch die Zeit, als so gleichzeitig die Liquid Sky hieß das oder was? Es gab so einen kleinen Club, wo immer die ganzen Produzenten und die DJs privat hingehen und sich ihre halbfertigen Produktionen aufgelegt haben. Und da waren halt sowohl so die Leute aus der Rave-Szene als auch dann so Musikstudenten und so und verschiedenste Leute. Und ich habe es alles nur aus der Ferne mitgekriegt, enorm romantisiert wahrscheinlich auch. Ich glaube, A-Musik war da auch ein ganz wichtiges Ding. Also das war ja ursprünglich eine WG am Brüsseler Platz, die einmal in der Woche in ihrer WG-Küche Tapes verkauft haben, die sie entweder selbst gemacht haben oder von ihren Freunden zugeschickt bekommen haben und so. Daraus wurde dann der Plattenladen A-Musik und das Label und damit eng verwandt, aber dann doch ganz anders, war dann ja Groove Attack, wo dann der Hip-Hop-Vertrieb draus wurde, aber auch den Plattenladen Groove Attack, den es ja immer noch gibt und der eher so ein, der so ein Digger-Ort ist und dann aber auch kompakt und so. Und das war, glaube ich, alles mal so eine Ursuppe in den 90ern in Köln. Und ich war halt genau 93 aus Köln weggezogen, weil ich in Köln an der Hochschule nicht genommen wurde. Ja. Und dachte aber auch, ich will ja auch nicht mein Leben lang in derselben Stadt wohnen. Ist auch okay, mal ein paar Jahre weg zu sein. So. Und dann kriegte ich aber irgendwann in diesem eher langweiligen Hannover, kriegte ich mit, boah, in Köln ist es gerade voll spannend. Da geht was Totales ab und ich möchte eigentlich gerne wieder hin. Bin aber trotzdem stattdessen erstmal nach Hamburg gegangen, weil ich da diesen Filmmusik-Kontakt hatte. Habe ein paar Jahre in Hamburg Filmmusik gemacht und bin dann irgendwann wieder nach Köln gezogen und hatte dann im Kopf diese Kölner Ur-Techno-Suppe. Das bedauere ich eigentlich, dass ich die verpasst habe. Ich will das jetzt irgendwie nachholen und ich ziehe nach Köln und will, dass das meine Freunde werden. So. Und war dann aber so ein bisschen late. Was für ein geiler Ansatz. Ja, und das habe ich auch geschafft, aber es hat 10 Jahre gedauert. Also ich war so ein bisschen late to the party. So. Als ich nach Köln zog, offiziell meinen Wohnsitz nach Köln verlegt, habe ich 2002. Ja. Da war schon, glaube ich, Peak Time mit dieser beschriebenen Kölner Szene, aber ich kannte die ja alle nicht. Und ich bin dann halt in das Viertel gezogen, wo das alles stattfand. Aber ich war ja immer weg und habe Theatermusik gemacht. Später auch noch Kreuzfahrtjobs. Dann habe ich mal eine Zeit lang in der Band in Innsbruck gespielt und bin irgendwie jedes Wochenende irgendwie in die Alpen gefahren und habe irgendwie auf Hochzeiten Cover gespielt und so. Also du hattest buchstäblich keine Möglichkeit, um das mitzubekommen, was unmittelbar vor deiner Tür passiert. Ja, ich wollte immer, aber ich war nicht lange genug da. Ich war nicht intensiv genug hier. Ich war alle 3 Wochen mal kurz für einen Tag zu Hause. Dann bin ich auf so eine Kompaktparty gegangen, aber ich habe damit keinem geredet. Ich bin ja auch, ich rede sehr viel ab einem bestimmten Punkt, aber unter Fremden bin ich erstmal wortkarg und schüchtern. Ja. Und dann war ich so ein Typ, der auf einer Kompaktparty rumhängt, mit keinem spricht und dann auch irgendwann nach Hause gehe, weil ich auch keine Drogen nehme und so. Und dann gehe ich so um 5 wieder nach Hause. Aber so, ich habe das sehr geliebt und wollte mitmachen, aber ich war trotzdem einer, der eigentlich außen steht und das beobachtet. Aber die ganze Beobachtung habe ich sehr in mich aufgesogen. Ja. Und als ich dann nicht mehr Anfang der Nullerjahre, sondern eben Anfang der 10er Jahre jetzt aufgehört habe mit Theatermusik und aufgehört mit dieser Band, dann kam das alles raus. Ja. Und dann vor ziemlich genau 10 Jahren habe ich meinen ersten Auftritt in Köln als Solokünstler gehabt, ohne Band. Bei der CO Pop, da habe ich also welchem Instrument? Beim Rahmenprogramm der CO Pop, Loopstation. Ja. Es gab vor 10 Jahren bei der CO Pop eine Unter,
Kategorie, die hieß Pop Design Festival, wo sich Pop trifft Design. Ja. Damals hat ein Laden in Köln aufgemacht, die Industriegegenstände umdeuten als Design und dann als Design verkauft haben. Also irgendwelche Dinge, die eigentlich hergestellt werden für Industriezwecke, die, wenn man sie aus dem Kontext rausnimmt und in eine normale Küche packt, denkt man, was für ein geiles Designglas. Dabei ist das eigentlich hergestellt für Chemielabore oder so. Ja, ich verstehe. Ich mochte diesen Laden sehr. Und dann habe ich mich mit Mikrofon und Loopstation in den Laden gestellt und so schrabbelige Beats gebaut aus den Geräuschen, die diese Dinger machen. Mhm. Diese Gläser und Schrauben und Flaschen und so. Und das war mein Konzept. Ich mache aus den Waren in dem Laden mit der Loopstation so schrabbelige Beats. Klingt so ein bisschen wie einstürzende Neubauten. Ja, aber in süß und klein. Einstürzende Neubauten ist sowas Großes, was sowas Bedrohliches hat und was mit Autobahnen zu tun hat und so. Und was mit Autobahnen zu ja, tun hat? Ja, ich komme, glaube ich, drauf, weil angeblich die Legende sagt, dass die einstürzenden Neubauten ein Proberaum in einem Betonpfeiler, der so eine Autobahn, in so einen Autobahnstützbetonpfeiler von so einer Autobahnbrücke, wo man so reingehen konnte und das sei ihr Proberaum gewesen. Und ob es stimmt oder nicht, aber die Assoziation macht ja was, ne? Dass man denkt, eine Band, die probt in einem Betonpfeiler, wo eine Autobahn drüber geht. Ja, ja. Während, und die macht dann auch noch so eine Krachmusik. Ja, und während mein Auftritt als unter dem Namen Greg LeMack mein Auftritt beim Pop-Design Festival vor 10 Jahren, das war sowas Süßes so. Mhm, man macht Geräusche aus so Gläsern und Taschen und Flaschen und Handtüchern und so. Ja. Okay. Ja, und da kam dann so raus, dass ich eigentlich, also so ein bisschen, es war das Ding, ich fasse mir an den Kopf, dass ich nicht sofort auf Techno eingestiegen bin, als das neu war. Also, dass ich das blöderweise verachtet habe und mich drüber gestellt habe. Dann irgendwann kam ich drauf, in Köln speziell ist das was Interessantes, wo ich mitmachen will, aber es dauert so lange, bis ich die Leute kennenlerne. Mhm. Und irgendwann kam das alles so zusammen und kam raus. Und dann gab es das große Ding, wo das alles eigentlich immer noch der größte Keychanger, man sagt nicht Keychanger, der größte Changer, so der größte, die größte Abbiegung oder ja, die größte Änderung, die schnellste Änderung in meinem Leben war halt ein Projekt, wo das alles voll auf den Punkt kam. Und das nämlich, war? Ich hatte die Idee, Stücke von Kompakt, jetzt speziell von Kompakt, weil das ein Label ist, dass das alles für mich, das steht für so einen spielerischen Zugang zu Musik, mit dem ich mich identifiziere. Es steht für so einen Lokalpatriotismus, weil das war ja, ich ziehe aus Köln weg und denke danach, ich muss wieder nach Köln zurück. Ja. Es ist irgendwie Techno und dann doch aber was anderes, was sehr Eigenes. Mhm. Es hat was mit der Szene zu tun, die ich verpasst hatte und im letzten Moment doch noch Teil der Szene werden wollte. Ja. Und so, und ich dachte, ich mache jetzt nicht einfach nur Techno, sondern ich mache speziell Techno von Kompakt. Und ja, so, jetzt nochmal Klammer auf. Ich habe als studierter Musiker nicht verstanden, was ich daran so mag. Ja. Weil man mit so einem akademischen, mit so einem studierten Hintergrund ist es immer Komplexität ist das Tolle. Also wenn man an der Hochschule studiert, denkt man, das ist ganz toll, das ist was ganz Schwieriges und wenn du das kapiert hast, wird's gut. Mhm. Und dann denkt man aber, ja, aber manche Musik ist ja gut, aber die ist ja gar nicht kompliziert. Manche Melodien sind einfach total schön, aber ich weiß nicht warum. Es sind halt 4 Töne. Ne? So. Wenn überhaupt. Ja, und so war das bei manchen Techno-Sachen auch. Ich habe manche Techno-Sachen, fand ich total scheiße. Und ausgerechnet, manche Sachen fand ich total geil und es war aber genauso stumpfes und ich dachte, aber das ist jetzt irgendwie geil. Und ich wollte rausfinden, warum. Und dann ist, was ich mache, wenn ich sowas rausfinden will, denke ich, ich schreibe es erstmal auf, ich analysiere das und schreibe Noten davon. Ja. Und
Ich bin zwar nicht drauf gekommen, warum ich das mag, aber ich habe gemerkt, bin dadurch auf ganz viele andere musikalische Ideen gekommen und habe dann irgendwie angefangen, Klavierstücke und Streichquartette zu schreiben, inspiriert von diesen Techno-Transkriptionen. Okay. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich könnte da ja ein Projekt draus machen. Ich mache ein ganzes Album mit Stücken, die akustisch oder irgendwie, wie ich halt produziere, also meistens mit echten Instrumenten, mit meinen 12 Instrumenten, mache ich Stücke, die inspiriert sind von Kompakt-Tracks. Ja. Und dann ist das noch eine ewige Geschichte, bis das Projekt wahr wurde. Ich glaube, die Idee hatte ich einigermaßen früh. Mitte der Nullerjahre hatte ich schon diese Idee. Mhm. Und mit Mitte der Nullerjahre meinst du ungefähr 2005, ja, 2006? Genau, in dem Bereich. Ich glaube, genau. Da hatte ich zum ersten Mal diese Idee. So, ich könnte ja mal so ein Album machen. Mhm. Und dann gab es irgendwann Hauschka und Brandbrauer Frick, so, mit denen ich heute befreundet bin, aber damals waren so, die gibt's. Dann dachte ich mir, ja gut, dann ist die Idee jetzt ja durch. So, ich dachte eigentlich nach dem ersten Brandbrauer Frick-Album, dachte ich so, ja gut, die haben jetzt ja schon meine Idee gemacht. So. Ja, ich verstehe. Und ich hatte das so in der Schublade rumliegen, dann habe ich, irgendwann gab es eine, Wolfgang Vogt hat eine Platte nur mit Klavier gemacht. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist es ja doch eine gute Idee, es doch noch zu machen. Habe das angefangen, habe ein erstes Stück an Kompakt geschickt, habe aber den Anhang vergessen dran zu hängen und habe denen geschrieben und dann haben die wiederum vergessen, mir zu antworten, weil sie wollten eigentlich schreiben, so, ja, okay, schick mal den Anhang, und das haben sie, das fiel aber unter den Tisch, und dann habe ich gedacht, die antworten nicht. Wahrscheinlich kommen alle auf die Idee und die kriegen jeden Tag so Demos geschickt, wo Leute ihre Stücke auf Klavier und Geige spielen. So. Stimmte nicht, aber gut, auf jeden Fall. Irgendwann habe ich denen doch nochmal, genau, irgendwann bin ich einer Mitarbeiterin von Kompakt begegnet in so einem Musikbusiness-Zusammenhang und habe gedacht, ich will doch, dass die weiß, was ich mache. Und habe ihr gesagt, ich möchte dir Stücke zeigen, lass uns mal bitte treffen, ich zeig dir was. Ja. Und dann habe ich dir das gezeigt, dann dachte sie, du hast uns schon mal geschrieben, oder? Wir haben dir nicht geantwortet, Entschuldigung. So, ne? Also es war alles ein Jahr später. Und dann habe ich, also meine Skizzen, die ich hatte, habe ich dann, landete dann endlich doch im Kompakt-Office. Und die mochten das. Und die haben gesagt, so, mach doch ein paar mehr von den Dingern. Wir bringen das raus, so als kleines Ding zum Spaß für uns. Wir finden das witzig. So. Und dann haben sie mich bestärkt, das ernsthaft weiterzuverfolgen. Ja. Und als ich so in den Fluss kam und immer mehr gemacht habe, haben die irgendwann gedacht, weißt du was, wir bringen das ganz groß raus, wenn wir 20. Jubiläum haben. Ja, wie lange war es bis zu dem Zeitpunkt dann noch? Also das war dann, ich glaube, wir wollten, die erste Idee war, dass das anstatt einer Kompakt Total 13 rauskommt, also 2013. Ja. Ich habe es, glaube ich, 2012 angefangen, 11, 12 rum, 12 war wahrscheinlich. Ich nehme an, die E-Mail, wo sie gesagt haben, wir haben uns deine Dinge angehört, wir finden das super, mach doch noch mehr davon. Das war 2012. Okay. Und 2013 war, glaube ich, kam dann. Dann kommt es nicht hin, dann war das 2011, weil ich meine, ich hätte 2 Jahre an dem Album gearbeitet. Und raus kam die ganze Scheibe dann 2014, oder? Nee, ich glaube, ich bin um ein Jahr verschoben. Ich nehme an, 11 kam der Impuls und 2013 kam sie raus. Okay. 2013 war das Jubiläumsjahr. Okay, okay, gut. Und das war das. Und das hat unheimlich viel geändert, weil tatsächlich dieses Projekt 20 Jahre Kompakt hieß das. Gregor Schwellenbach spielt 20 Jahre Kompakt. Das haben die gut beworben. Und dieses, das ist halt auch wieder die Kraft der griffigen Texte oder der griffigen Konzepte. So, einer spielt Techno-Tracks auf klassischen Instrumenten nach, ist das kapiert man sofort, das kann man so leicht pitchen. So. Und dann hatte ich noch das Glück, es gab ein sehr gutes Foto, das war eigentlich ein Schnappschuss, das Zeitungen gerne abgedruckt haben, weil das Foto einfach gut aussah. Ich erzähle auch noch diese Geschichte. Erzähl jede Geschichte, die du möchtest. Ich habe über meine Theaterkontakte mit so einem mit Bonner Theatern, das Bonner Stadttheater und ein Bonner
eine Bonner freie Theatergruppe namens The Fringe Ensemble, mit denen ich sehr viel arbeite. Die haben eine Aktion gemacht, die nannte sich Wirklichkeitstest. Und es war so, dass sie guerillamäßig in der Öffentlichkeit ungefragt und ungebeten Theater gespielt haben, um zu gucken, was Theater denn bringt, wenn man es gar nicht aufsucht. Wie so ein Flashmob? Oder? Ja, genau. Es war so ein bisschen Flashmob-artig und die Frage stand dahinter, wenn man nicht sagt, die Leute gehen so bildungsbürgerlich, zahlen 12 Euro und gehen da rein, sondern es ist so im Alltag, hat dann Theater überhaupt was zu sagen? Mhm. Und dann haben die sich so einen Monat lang so Flashmob-artige Aktionen ausgedacht. Und in dem Rahmen habe ich, genau, die haben mich gebeten, ob ich Orgel spiele im Kaufhof. Ob ich eine Heimorgel im Kaufhof spiele. Dann habe ich gesagt, unter zwei Bedingungen. Erstens möchte ich von der Opernabteilung des Theaters eine Frisur und einen Frack kriegen. Und ich möchte, dass die Orgel in der Damenwäscheabteilung steht. Und das haben wir gemacht. Also ich habe im Frack mit so zurückgegelten Haaren, wie so eine Figur. Wie ich es vorhin beschrieben habe. Ja, genau. Wie so eine, wie das Stereotyp einer klassischen Musikerfigur aus dem 19. Jahrhundert. Ja. An einer Heimorgel in der Damenwäscheabteilung im Bonner Kaufhof so Kraftwerk und so gespielt. Nein. Das fand ich halt lustig. Es klingt sehr lustig. Ja, und an dem Tag war ein Typ da, der hatte einen guten Fotoapparat dabei und der hat mich dann fotografiert. Und das sah so gut aus, das wurde dann mein Pressefoto für mehrere Jahre. Und dass ich so einen Erfolg mit diesem 20 Jahre Kompakt hatte, liegt, glaube ich, unter anderem dran, dass es so ein gutes Foto gab. Mhm. Das haben wir dann gefotoshoppt, dass ich halt nicht im Kaufhof stehe, sondern in so einem Saal, in so einem Barocksaal. Ja. Aus den Noten, die ich in der Hand hatte, die eigentlich von Schubert waren, haben sie dann Kompakt irgendwie draufgeschrieben statt Schubert. Und dann stehe ich so im Frack mit so kompakten Noten in so einem Schloss auf dem Foto. Und es sieht irgendwie aus wie aus dem 19. Jahrhundert. Das Foto ist irgendwie toll. Ja, ich verstehe. Und ich glaube, ich habe diesem Foto sehr viel zu verdanken, weil relativ viele Zeitungen das relativ groß gepostet haben. Es hört, ja, gut, da kommen jetzt ja ein paar Sachen zusammen, weil wenn das Projekt nicht spannend wäre, dann würde da keiner drüber reden. Und wenn es dann nicht auch noch gut ausgeführt würde, würde es niemand positiv besprechen. Ja. Text und Foto können da bestimmt eine Hinführung sein. Genau, aber na klar. Das ist ja sehr oft so, dass man braucht so Sachen als Türöffner, aber die brauchst du nur, damit jemand überhaupt hinguckt. Und dann muss es die Qualität ohnehin schon mal haben. Also das ist das ist ja ganz oft so. Du musst erstmal es voll drauf haben und das dauert auch sehr lange, bis man das kann. Also man muss irgendwie erstmal 15 Jahre üben, damit du überhaupt gut bist. Und dann brauchst du aber einen Türöffner, der eher auf einer visuellen oder so einer Style-Sache oder einer Szene und man muss irgendjemand kennen oder man muss gut aussehen oder irgendwie einen tollen Namen haben oder so. Richtig. Und der Name Gregor Schwellenbach, der passt natürlich auch sehr gut in den Kompaktkontext, weil da ja auch oft diese doch ziemlich deutsch klingenden Namen und auch immer mit Vor- und Nachnamen. Genau. Das ist, glaube ich, nicht nur Kompakt, das ist Techno im Allgemeinen. Das, das ist auch bei anderen Labels so, dass die Leute einfach so deutsche Klarnamen haben. Ja, bis hin dann zu dann die sogenannten Klarnamen-DJs heute, die jetzt so EDM machen, diese 12-jährigen Felix Jähn und so. Das sind ja auch so deutsche Vor- und Nachnamen. Ja. Und also vielleicht bei Kompakt klangen sie noch deutscher, weil das noch eine andere Generation war, weil die dann nicht Ich glaube, als Techno angefangen hat, also viele so von den ursprünglichen, von den großen, die haben auch extra diese Namen verwandt, weil das so ein bisschen auch eine Abkehr und möglicherweise eine Anti-Bewegung zu so zu diesen Bühnennamen war. Ja, genau. Gut, ganz aber gleichzeitig hast du auch so Leute wie Dr. Motte und Westbam, was natürlich alles andere als ein Klarnamen ist. Ja, ja, aber nee, ich gebe ja total recht. Also es gab das eine, dass man da so einen Witz draus macht und das
Westbam und Dr. Motte ist ja auch sozusagen eine Abkehr von dieser, dieser falschen Persönlichkeit eines Künstlernamens. Also im Ralf-Siegel-Sinn ist ja ein Künstlername. Man heißt Frank Bauer. Und du musst aber jetzt Frank Bourgeois heißen. Das war so die Ralf-Siegel-Welt, die Schlagerwelt in den 70ern so. Ja. Und dann kommen die Techno-Leute und finden das scheiße, indem sie zuerst den falschen Namen bis zu so einem absurden, albernen Quatsch drehen. Ich heiße Westbam oder Dr. Motte. Ja. Und dann kommen die anderen, die sagen, ja, oder auch, ich heiße wirklich Frank Bauer. Ja. So. Und das mussten die mir aber auch sagen. Also ich habe die ganze Zeit überlegt, wie müsste ich mich denn nennen? Und habe ja tatsächlich, ich habe veröffentlicht erst unter den Tam Burger, habe ich mich mal genannt. Was so, ich dachte, es ist immer gut, wenn man, kann sich einen Namen gut merken, wenn er so ein Wortspiel drin hat, dass man nur so ein Buchstabe ist falsch. Also es gibt ja Hamburger und ich hieß aber Tam Burger. Ja, verstehe. Und Burger klingt irgendwie so ein bisschen deutsch und klingt ja auch wie Jörg Burger, so ein Kölner Typ. Und irgendwie, also ich habe eine Veröffentlichung unter Tam Burger gemacht und eine unter Greg LeMack. Und als ich dann den Deal mit Kompakt hatte, haben die gesagt, nee, du heißt natürlich Gregor Schwellenbach, der totale Technoname, so super. Ja, ja. Ist es auch. Also das ist ein absolut guter Kompaktname. Ja. Ja, haben die mir dann auch gesagt, bin ich auch sehr glücklich. Also fühle ich mich natürlich sehr wohl mit seitdem. Mhm. Du hast, also nicht nur, dass du diese Platte gemacht hast, wo du Techno mit klassischen Instrumenten quasi zu einem gewissen musikalischen Ursprung auch zurückführst. Du warst sogar mal beim Boiler Room. Ja. Sag nicht so, das ist ja so wie, ist schon ein bisschen was anderes. Es ist nicht so, als hätte ich gefragt, hast du schon mal Spaghetti gegessen? Ja, klar. Naja, aber... Und du warst da mit einem Ensemble. Ja, aber ab einem bestimmten Level, ich würde so sagen, beim Boiler Room, ob ein Boiler Room beeindruckend ist oder nicht, ist hängt davon ab, wann man da war. Warum? Na, weil der Boiler Room funktioniert absolut nach einer kapitalistischen Logik. Das wird immer größer und größer und immer mehr und mehr. Und dadurch entwertet sich die Einzelveranstaltung. Also ich habe aus einem Zufall raus die allerersten Boiler Rooms verfolgt. Und da war das wirklich ein Boiler Room. Also das heißt ja Boiler Room, weil es ja wirklich der Heizungsraum in der WG des Gründers war. Okay. In Ost-London. Und das waren wirklich so fünf Typen, die so auflegen füreinander und das streamen. Und das war ohne Zuschauer, ohne andere Leute jetzt. Es waren einfach echt so Freunde, die zusammen in der Küche rumhängen, die sich dann aber sponsern lassen von irgendeinem Getränkehersteller und das streamen. Und dann wurde das relativ schnell immer erfolgreicher, hatten immer mehr Zuschauer. Irgendwann haben sie es mit Zuschauern gemacht, irgendwann sind sie in Clubs gegangen und dann gab es irgendwann Ableger. Und irgendwann gab es aber auch jeden Tag fünf Boiler Rooms gleichzeitig in verschiedenen Städten der Welt und so. Und das wurde natürlich immer mehr. Und ich glaube, am Anfang war es voll beeindruckend, beim Boiler Room zu sein. Aber irgendwann... Also ich meine jetzt natürlich Boiler Room Berlin. Ich war Hamburg. Ach, du warst... Okay. Okay. Und das war ein spezielles Ding, nämlich im Zuge dieser immer weiter aufgreifenden und so, irgendwann war Boiler Room so weit, dass sie sozusagen, sie hatten ihre gesamte Zielgruppe erreicht. Jeder kannte sie, jeder fand das toll. Und dann mussten sie sagen, jetzt gehen wir noch weiter, jetzt nehmen wir so Klassik mit und haben dann die Self-Fulfilling-Behauptung aufgestellt, es gibt in Deutschland etwas, das man Classical Underground nennt. Oder dass sie so genannt haben. Der Boiler Room hat einen Dokumentarfilm produzieren lassen über den German Classical Underground. Okay. Und haben dann einen Boiler Room in Hamburg veranstaltet, in einem Elektrizitätswerk oder so, wo dann Francesco Tristano, Brandbrauer Frick, Jeff Mills und ich gespielt haben. Und es war der zweitschlimmste Auftritt meines Lebens.
Es ist, okay. Und zwar aus dem Grunde, also Boiler Room war ja zu dem Zeitpunkt was mit Zuschauern, aber es ist ja das Prinzip, es gibt nur Gästeliste. Ne? Es gibt ja keinen, man kann da offiziell nicht hin, sondern die Künstler haben unbegrenzte Gästeliste. Ja. Und wenn man da spielt und es wird veröffentlicht, dass man da spielt, schreiben einem 1.018-Jährige, die man nicht kennt, von kann ich bitte Gästeliste? Und man kann einfach sagen, ja, ihr könnt alle auf die Gästeliste. So. Und dann machen die, weil es geht ja beim Boiler Room drum, gute Bilder zu haben. Also haben sie die Leute nicht reingelassen, damit es eine lange Schlange gibt, weil das in dem Film dann gut aussieht. Ja. Und dann ging mein Set los, als die meisten Leute noch draußen waren. Okay. Punkt 1. Punkt 2, Boiler Room lebt von Getränkesponsoring. Das heißt, sie hatten die Theke heller erleuchtet als die Bühne. Das heißt, wenn man reinkam, sah man die Theke und sah die Bühne gar nicht. Und das heißt, die Leute kamen rein, während ich schon spielte, gaben erstmal die Jacke ab, stellten sich in die Schlange an der Garderobe und dann sahen sie die Theke, gingen zur Theke, stellten sich in die Schlange an die Theke. Und bei all dem war es so, weil ich ja mit dem Streichquartett und Klavier gespielt habe, was ja total ist. Verstärkt natürlich. Na, wir waren ja schon verstärkt, aber es war halt in dem Elektrizitätswerk, wo halt die Feedbackgrenze unheimlich unten ist. Das heißt, wir waren wahnsinnig leise dafür, dass da alle Zuschauer reden, weil sie stehen ja in der Schlange vor der Garderobe. Und das heißt, der Lärmpegel der redenden Zuschauer war wesentlich höher als die Musik. Das heißt, die Leute haben einfach nichts gehört. Es war so laut, dass wir auf der Bühne nichts gehört haben. Jeder hat nur sich selbst gehört. Und wir hören uns gegenseitig nicht. Und wir haben uns dann so total konzentriert auf die Füße gegenseitig geguckt. Oh Gott. Es gab Stücke, die haben wir mittendrin abgebrochen, weil wir gesagt haben, es hat überhaupt keinen Sinn. Und so gegen Ende des Sets, wenn so die Nummern kommen mit der fetten Bassdrum durchgehend, die konnten wir spielen. So, die sind okay. Aber wir spielen da mit versteinerten Gesichtern, alle so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist gerade alles live. Und also wir gucken alle so ganz entsetzt, spielen nicht besonders gut, nicht besonders inspiriert und für uns war das ganz furchtbar. Und kamen von der Bühne runter und die Veranstalter sagten, macht euch keine Sorgen, in dem Stream konnte man die Musik sehr gut hören. Oh Gottes Willen, nein, so. Und das wird natürlich immer noch öfter mal geteilt, weil man denkt, ah ja, hier, geil, Boiler Room. Aber es war mein zweitschlimmster Auftritt von dem, wie es sich für mich angefühlt hat. Weil es so eine, diese albtraumhafte Situation, du spielst Kammermusik und hörst die anderen nicht. So. Das war schlimm. So. Ja, und weil das ganze Setup ja offenbar auch mehr auf, zumindest das visuelle Setup, mehr auf die Theke ausgerichtet war als auf die Bühne. Ich sag das so und stell das so ein bisschen raus, bisschen sarkastisch auch, aber das ist halt heute so, weil man keine Platten mehr, ich formuliere das als provokante These. Die Zeit, dass der Zuhörer für die Musik bezahlt, ist vorbei. Die fing an so zu Zeiten von Mozart. Mozart war einer der ersten, wo die Musikszene so war, die Zuhörer sagen, mir ist das Musikhören was wert. Und dann zahlen die Konzerttickets oder kaufen Noten. Und irgendwann kaufte man nicht mehr Noten, sondern Schallplatten. Erst Shatterlack, dann Vinyl, dann CDs. Bei CDs fing es dann schon an zu wackeln. Am Anfang war es ja noch super, weil die CD eine unglaublich große Marge hatte. Ja eben, aber das schlug dann halt zurück, weil dann irgendwann die Konsumenten gesagt haben, ich bin ja nicht bescheuert. Und als man dann plötzlich CDs brennen und dann auch noch die Musik im Internet runterladen konnte, dachte man die ganze Zeit, ich bin ja nicht bescheuert und zahle für eine CD, wo ein guter Track drauf ist, 30 Euro. So. Ich bin ja nicht doof. Ja. Ja. Ich ziehe mir den halt runter und dann ist alles zu spät. So. Und das stellt sich ja gerade neu auf. Die ganze Musikindustrie stellt sich irgendwie neu auf, wie der Geldfluss ist und so. Und ich glaube, das hat sie schon relativ gut. Genau, aber die Zuhörer zahlen schon mal nicht mehr. Wenn du zum Boiler Room gehst, zahlst du nichts, sondern bezahlt wird meine Anfahrt und mein Hotel und auch meine Gage von einer Getränkefirma. Mhm. Das ist halt so. Da könnte ich mir jetzt drüber aufregen,
mir wäre auch lieber, die Zuschauer würden zahlen, aber die tun es ja nicht. Ich glaube, das ist aber dann auch immer nochmal eine konzeptionelle Frage. Zuschauer zahlen natürlich auch bei den großen Festivals heute immer noch Eintrittspreise, die teilweise richtig amtlich sind. Aber gleichzeitig werden die Produktionen natürlich auch so viel größer und das ganze Drumherum wird so viel mehr. Ich weiß nicht genau, wie viel Anteil am Gesamtumsatz letzten Endes wirklich die Ticketverkäufe sind bei den großen Festivals zum Beispiel. Ja, aber ich würde ja denken, große Festivals sind dann noch Musikindustrie 1.0 oder was? Also auf jeden Fall, wie das früher war. Nur auf so eine Version, die Tickets sind viel teurer, die Shows sind aber auch viel aufwendiger. Aber das Prinzip ist noch, wie es früher war. Ja, und klar. Boiler Room ist ja eher wie das eher ein zukünftiges Prinzip. Von den Zuschauer zahlen eh nichts. Die wollen auch gar nicht, es geht nur darum, dass die Bilder gut aussehen. Die meisten schneiden im Internet mit, dass es das gibt, zahlen da aber nichts für und so. Also Boiler Room hat ein Konzept, das sehr heutig oder zukunftsweisend ist, mit das muss Hauptsache cool sein. Und der Zuhörer muss nichts bezahlen und es muss irgendwie gut aussehen. So. Und dann müssen sie irgendwie überlegen, wer zahlt denn dann das Geld? Und was sie anzubieten haben, ist Image. Also ich sage das jetzt alles aus dem Bauch raus. Ne? Das ist alles nicht, nicht klar. Durchdacht. Ich würde denken, ein Veranstalter wie Boiler Room hat vor allem die Ressource Image zu bieten. Die sind halt cool. Ja, absolut. Und das möchte dann jemand haben, der vielleicht Getränke verkauft. Und dann ist es am Ende doch wieder so ein Sponsoring-Ding, nur dass es nicht so klebrig offensichtlich ist wie bei anderen gesponserten Veranstaltungen. Es ist nicht so, es präsentiert ihnen, sondern ja, nicht so wie zum Beispiel bei der, und das kann man ja sagen, weil es ein offener Begriff ist, bei der Red Bull Music Academy. Ja, na, das ist das ja, jetzt, ja schon drinsteckt. Das ist ja wieder ein sehr interessanter Fall. Aber die sind natürlich ähnlich. Ich finde, das Red Bull ist ähnlich wie Boiler Room, dass da jemand ein neues Konzept ausprobiert, wie man denn in der Zukunft oder in der heutigen Welt, wo die Leute, die die Musik hören, gar nicht genug dafür zahlen, trotzdem soll es Musik geben und die Ressource ist Wissen, was cool ist. Und bei der Red Bull Music Academy war ja der gute Move, dass die Firma, die es bezahlt, sagt, ich will damit gar nichts zu tun haben, ihr seid ja die Coolen, und gibt eine totale Carte Blanche an Typen, die wirklich cool sind, und überschüttet die mit Geld und sagt, ihr habt fast unbegrenzt Kohle, macht was Hauptsache cool ist, und alles, was ich will, ist, dass die Red Bull Music Academy heißt, und ansonsten quatsche ich euch da nicht rein. Okay. Und dann hat es den Haken, natürlich den einen Haken hat es aber, das ist so die Stelle, wo in dem Schiff Wasser reinläuft, so von, ja, alles cool, die dürfen wirklich machen, was sie wollen, die dürfen cool sein und die dürfen auch links sein oder total gute Zukunftsutopien entwerfen und die können dafür sorgen, dass die ganze Welt queer-feministisch wird, Kraft der Hausmusik und so, alles cool, aber trotzdem unterstützen sie ja das Image von einer Firma, dessen Eigentümer halt rechts, also enorm rechts ist. Und das will man vielleicht nicht so. Und ich habe mich immer gefragt, wie lange das gut geht. Und die machen ja alles, um diese Trennung hinzukriegen. Ja. Dennoch, die heißt halt so und der Typ bezahlt das. Und irgendwann gab es den Punkt, wo man angefangen hat, darüber zu reden und dann gab es kein Zurück mehr. So. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll. So, ich habe da selber gar keine Haltung zu, weil, also, ich fand es immer schön, dass es das gibt, einerseits, und andererseits finde ich es wichtig, konsequent zu sein politisch, so, das nicht so wegzudrücken, also, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich möchte mich da gar nicht positionieren für oder gegen, also, ich bin irgendwie großer Fan der Red Bull Music Academy gewesen. Hab da nie jetzt teilgenommen oder teilgehabt. Ich gucke mir aber immer noch gerne die Videos an von denen und so. Also. Aber wenn das wirklich so das Konzept ist, so ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir stellen euch gerne die Ressourcen, die ihr braucht, zur Verfügung. Sagt uns, was ihr braucht. Ihr bekommt es. Unsere einzige Bedingung ist, dass der Name draufsteht. Bis hierhin
ist das ja eigentlich eine faire Sache, weil wer es bezahlt, der darf auch den Namen draufpacken. Ja. Ob das Produkt jetzt ein gutes ist oder nicht, sei vollkommen dahingestellt. Mhm. Was der Red Bull-Gründer letzten Endes im Hintergrund für bizarre Ideen verfolgt oder es ist natürlich blöde, dass das Geld von so jemandem kommt. Die Frage wäre dann, kann derjenige, der sich die Red Bull Music Academy anguckt, kann der differenzieren, und wahrscheinlich kann er, das ist die Red Bull Music Academy, das ist der Typ von Red Bull. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also zwei Sachen. Wenn es denn so absolut trennscharf wäre, dann würde es das nicht geben. Also wie meinst du? Der Red Bull Besitzer, Gründer, ich weiß seinen Namen gar nicht, er würde diese Finanzierung dieser Red Bull Music Academy gar nicht machen, wenn er nicht doch Gründe hätte zu glauben, dass das seinem Image halt gut tut. Also, dass die Leute, die in den Clubs sind, dann eher auch Red Bull trinken oder das assoziieren mit einem guten Getränk, wenn man ausgeht oder so. Mhm. Also, wenn es nicht irgendwie in dem Fall halt einen sehr, sehr gut versteckten, sehr, sehr subtilen, aber wenn es nicht trotzdem einen Werbeeffekt hätte, würde das vielleicht nicht machen. Das ist das eine. Das heißt, egal wie sehr man jetzt anti-rechts ist, vielleicht unterstützt man trotzdem, dass da jemand Geld kriegt. Und der nutzt das ja wirklich aktiv dann auch wieder. Also mit dem Geld, das Red Bull verdient, wird ja zum Beispiel rechte Presse oder Promorechte, Propaganda, können wir vielleicht sagen. Also es werden auf jeden Fall so. Es wird ein gewisses Forum finanziert. Zweifelhafte Informationen werden aufgebaut und so. Also die Frage ist, wenn ich mache einen coolen Vortrag bei dieser Akademie oder ich spiele ein gutes DJ-Set in dem Rahmen, ist dann die Frage, welcher Effekt ist größer? Ist der Effekt größer, dass Kraft meines DJ-Sets Kinder auf der ganzen Welt selbstverständlich tolerant gegenüber verschiedenen Kulturen und verschiedenen sexuellen Identitäten werden? Denn ich glaube, Clubmusik kann das schaffen, dass Leute auf der ganzen Welt Kulturen und sexuellen Identitäten gegenüber offener werden, toleranter werden. Ist der Effekt größer als der, dass dadurch auch mehr Red Bull getrunken wird und dadurch finanziert wird, dass Pressemeldungen durchs Internet geistern, dass die Leute intoleranter werden? Welcher Effekt ist größer? So. Ja. Der Name ist übrigens, ich habe gerade mal nachgeguckt, Dietrich Mateschitz. Ja, genau. Ein Österreicher. Und ich weiß nicht, welcher Effekt da größer ist. Also ob der sich ins Knie geschossen hat mit dieser Akademie, weil er irgendwie die ganze Zeit versucht, Leute intolerant zu machen. Aber dann gehen die Coolen immer in so Clubs und werden ganz tolerant. Also oder ob die Clubszene die Doofen sind, die glauben, wir sind cool und finanzieren aber die ganze Zeit, dass irgendeiner im Internet schreibt, die Asylanten klauen uns alles und machen uns krank und dann ist der ganze Effekt der toleranten Clubszene wieder hin. Es hebt sich irgendwie selbst auf. Also es ist sehr, sehr, sehr merkwürdig. Ich habe mal Musik gemacht für einen Dokumentarfilm über Klimaforschung und der Klimaforscher sagt, man weiß nicht, ob Ruß in der Luft, also oder CO2 oder irgendwelche Schadstoffe in der Luft, ob die das Klima wärmer oder kälter machen. Man weiß halt nur, dass sie es ändern, weil es gibt Phänomene, die irgendwie, einerseits macht es das wärmer, andererseits macht es aber auch kälter. Man weiß nur, es wird eine chaotische Änderung angestoßen, die irgendwie endet und wahrscheinlich ist es sehr schlecht für die Welt. So. Aber ob das heißt, es wird viel wärmer oder viel kälter, also speziell auf den Ort bezogen. Es ging um Klimaforscher in der Antarktis, glaube ich. Und die Antarktis jetzt wärmer oder kälter wird durch Schadstoffe in der Luft, das konnte man nicht voraussehen. Man wusste nur, dass es sich ändert und dass es sich sehr wahrscheinlich nicht die Waage halten wird, sondern es wird irgendeinen Effekt geben.
Und die Waage ist ja letzten Endes das, worauf es ankommt. Aber worauf genau willst du hinaus? Das war jetzt nur so eine Assoziation, ob die Red Bull Music Academy Kraft ihrer Inhalte die Welt besser macht oder Kraft der Finanzierung eines Konzerns, der einem rechten Typen gehört, die Welt schlechter macht. Macht diese Akademie die Welt besser oder schlechter? Weiß ich nicht, auf was es rausgekommen wäre. Man kann das nicht nachweisen, weil das natürlich der Weg ist zu weit. Das ist ein zu chaotisches Ding, was dadurch angestoßen wird. Man kann halt nur sagen, dass es eine Veränderung gibt. Und an dem Punkt, wo eine soziokulturelle Veränderung eintritt, kann man ja immer noch sagen, die meisten Menschen werden höchstwahrscheinlich, wenn auch unter Murren und Knurren, fähig sein, damit klarzukommen und zu adaptieren. Weil am Ende des Tages hat Mensch seine ganze Existenz lang nichts anderes gemacht, als die Umstände zu adaptieren. Mhm. Wohingegen die Natur, wenn da was ins Wanken gerät, dann spürt man das schon. Mhm. Auch wenn es dann wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass der Mensch, der ja nun mal körperlich sehr schwach ist, dass der einer der Ersten sein wird, der dann final über die Planke geht. Da habe ich gar keine Meinung zu. Ich weiß es nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich mache mir da ehrlich gesagt keine Gedanken drüber. Ich denke, ich gehe jetzt wieder zurück zu jetzt. Ich finde, was man jetzt machen muss, ist halt weiterkämpfen. So. Also man muss glauben, dass man eine Chance hat und dann weiterkämpfen im Sinne von jetzt, also jetzt, wo ich gerade diesen Zusammenhang hergestellt habe, zwischen Clubkultur, Nachtleben, Musik machen und wie es in der Welt zugeht. So. Also das ist jetzt der Zusammenhang, den ich mit der Red Bull Akademie verbinde. Natürlich. Und man muss, also ich möchte gerne dran glauben, dass es gut gehen kann und ich möchte dann aktiv weiter dran arbeiten, auf die eine oder andere Weise, dass die Welt halt gut wird. Also das heißt tolerant und nice und menschlich. Ja, ja, absolut. Und da möchte ich halt alles für tun, jetzt so. Und ob jetzt die Menschheit überlebt, ob man über kurz oder lang, in welche Art Bürgerkriege man gerät oder so, keine Ahnung. Also das, da habe ich gar keinen Spaß dran, darüber zu spekulieren. Ich möchte halt... Weil es eh nicht in der Hand des Einzelnen liegt. Ja, genau, ja. Und es ist ja bestimmt, also ich versuche einen ähnlichen Ansatz zu verfolgen, dass man positiv bleibt, gerade auch in der jetzigen Situation, dass man versucht, sich vernünftig und eventuell sogar überlegt zu verhalten und dass man latent immer versucht, dass die Welt oder das, was um einen ist, und wenn es nur ein Jota ist, ein ganz kleines bisschen besser ist als zu dem Zeitpunkt, wo man aufgestanden ist. Ja, das ist so, soll es sein, ja. Ja, und das ist ja auch nicht so schwierig. Man kann ja auch einfach mal so kleine Richtigkeiten tun. Ja, das soll man machen, ja. Das ist nicht wirklich komplex. Ich habe aber noch auf jeden Fall eine Frage, weil wir haben jetzt in diesem Gespräch festgestellt, dass du ein Mensch von einer Vielzahl an Qualitäten bist. Ich könnte jetzt noch nicht mal alles rekapitulieren, was du gesagt hast. Wenn du dir heute eine Visitenkarte machen würdest, wo dann dein Name draufsteht, aber auch der Titel. Mhm. Was würde da draufstehen? Es muss etwas da draufstehen. Was wäre das? Musiker würde ich draufschreiben. Musiker, ja. Okay. So die Frage ist ja, stellt sich ja öfter mal konkret, als was man sich bezeichnet. Und klar. Erstens, wenn man alle Sachen draufschreibt, das finde ich wirkt schlecht, dann denke ich, das hat sowas Kindisches. Wie so Typen, die einen Film alleine drehen und das ist cool. Und dann kommt der Abspann und dann steht dann Buch, Regie, Hauptdarsteller, Catering, Schnitt und so und überall derselbe Name. Und wenn du denkst, das ist so kindisch, dann denkt man so, oh komm. Ne? Ja, okay. Und was ich eher, ich finde, ich habe mal ein Buch über Ai Weiwei gelesen, den chinesischen Künstler, der
über den man sagt, er ist ein Architekt. Und das hat aber damit zu tun, als er sich sein Wohnhaus gebaut hat, hat er so eine bestimmte Vorstellung gehabt, wie das sein soll. Und dann hat er so lokale Bauunternehmer, die so traditionell bauen, hat denen gesagt, ich möchte gern, dass mein Haus so und so aussieht. Und dann haben die das halt so gemacht. Und dann hat er, das hat zufällig irgendjemand von einer Architekturzeitung, war da mal da, um den als Künstler zu interviewen und hat gemerkt, das ist ja das krasseste Haus. Wir hatten das entworfen, der meinte, ja, ich selber. Und seitdem gilt Ai Weiwei als ein visionärer Architekt. Okay. Auch noch. Und sowas finde ich toll. Man hat einfach nur eine Vorstellung, was man will. Man will nicht das Rad selber neu erfinden, sondern vertraut auch auf andere Leute, die mit einem lokalen Handwerk das dann umsetzen können. Und dann ist man jetzt auch noch Architekt. So. Und ich baue sozusagen mein Wirkungsimperium, das davon ausgeht, dass ich Musiker bin, beinhaltend sowohl komponieren, arrangieren, so, aber das geht dann spielen. Spielen auch. Und dann erweitert sich das aber zum andere produzieren, Veranstaltungskonzepte machen. Jetzt habe ich auch noch ein eigenes Label, jetzt bin ich auch noch Labelbetreiber, dann bin ich aber auch irgendwann Journalist geworden und rede über Musik, dann bin ich auch noch Journalist und also ich breite das immer mehr aus. Aber nicht im, wie ein Renaissance, nicht im Sinne von, das mache ich jetzt auch noch, sondern wenn ich jetzt einen Kern habe, irgendwas, ich stehe für irgendwas oder so, dann kann man dann auch noch ausbauen, jetzt, okay, dann mache ich mir jetzt auch noch einen Verlag, habe ich auch noch und so. Also man baut immer so Teile, die dazugehören, aus und macht die dann auch noch mit verschiedenen Partnern zusammen. Ja. Also ich habe, mein Label ist, funktioniert unter dem Vertriebsdach von Kompakt. Mein Verlag ist zusammen mit einem Verleger, der mein Filmmusikagent ist und ich bin Mentor für jüngere Musiker unter dem Dach der Folkwang-Uni, wo ich dann zusammen mit anderen KollegInnen bin, die ähnlich wie ich mit anderen Fachgebieten irgendwie da junge Leute coachen und so weiter. Also ich baue immer mehr aus, was ich alles mache. Und der Kern, nach dem du fragst, da würde ich sagen Musiker, weil es ist nicht nur Komponist und nicht nur Spieler oder so. Also Musiker ist mir offen genug. Und mir geht es nämlich am Ende geht's um die Musik als Ganzes. Ich bin jetzt nicht, aber das ist vielleicht eh deutlich geworden. Es gibt so einen Musikertypus, der möchte vor allem spielen. Der ist dann halt vor allem Schlagzeuger oder Gitarrist. Klar. Vor allem Gitarristen und Schlagzeuger sind das, die vor allem spielen möchten. Ja. Und dann machen sie halt, was sie machen. Und entweder spielen sie dann halt in der Top 40 Band oder sie spielen halt Rock oder was auch immer. Warte mal, jetzt habe ich hier ein Technikproblem. Nein, ich möchte nicht die MacBook-Lautsprecher. So. Also es gibt diese Musiker, die machen dann, die landen dann in irgendeinem Genre. Es geht ihnen aber vor allem darum, dass sie spielen wollen. Ja. Und so einer bin ich nicht, sondern mir geht es um das Endprodukt, was dabei rauskommt. Und darum ist es mir dann manchmal auch egal, ob ich die Musik auflege von anderen oder ob ich sie selbst mache. Ich mache manchmal auch die Musik selber, weil ich möchte bestimmte Musik haben. Dann suche ich die Platte, es gibt die aber gar nicht. Dann muss ich die Platte halt produzieren, okay. Ja, dann muss ich jetzt auch noch selber Klavier spielen. Und so, und dann mache ich halt das. Aber eigentlich spiele ich Klavier, damit man die Platte auflegen kann. Und wenn es die Platte schon gibt, dann lege ich einfach die auf. Ja. Warum hat der Musiker Gregor Schwellenbach keine Website? Oder warum kann ich sie nicht finden? Ah, ich habe, also, ich habe eine Webseite, gregorschwellenbach.de. Ja. Ich stecke keine Zeit da rein, dass die Webseite gut ist oder auch gar Google optimiert. Und das halte ich für ein Qualitätsmerkmal. Es ist Arroganz, es ist bewusste Arroganz, weil ich denke, ich habe keine Zeit. Ich bin so erfolgreich, ich habe keine Zeit, mir eine Webseite zu machen, mir eine gute Webseite zu machen. Ich brauche auch keine Webseite, weil mein Name ist Programm, mein Name ist bekannt, spricht sich rum. Also es ist ja, das ist natürlich ein bisschen made up jetzt, weil eine Webseite ist ja nicht dafür da,
damit man einen findet. Man gibt da nicht ein, ich suche einen. Ich möchte gerne Musik hören, dann gebe ich einen Musiker gut und dann kommt dann Gregor Schwellenbach auf die Webseite und dann höre ich mir das an. So läuft es ja nicht. Das heißt, ja, das ist richtig, das Werbetool, eine Webseite ist dafür da, dass man von mir hört und denkt, was macht denn der? Und dann geht man auf die Webseite. Ich pflege meine Facebook, ich bin Gregor Schwellenbach auf Facebook und mein Instagram. Ja. Instagram ist sehr zurückhaltend, ich poste einmal im Monat. Okay. Facebook pflege ich einigermaßen. Ja. Diese Webseite gibt es, aber man findet sie nicht, weil ich sie aus Arroganz nicht gut pflege. Und das ist, die habe ich vor vielen, vielen Jahren, Anfang der Nullerjahre, über so einen Kulturserver, über so einen öffentlich finanzierte Kultur-No-Budget-Tralala. Genau. Ja. Und darum, das ist das mit der Webseite. Aber ich meine, du hast echt was zu erzählen. Mhm. Ich meine, ich bin unfassbar glücklich, dass du das jetzt hier bei mir getan hast, weil, also wenn jemand was zu erzählen hat von seinem Werdegang, ich will nicht sagen, da steckt ein Buch drin, aber tut es. Nur will das einer lesen, ja. Es sind diese vielen kleinen, auch vermeintlich absurden Geschichten, die passieren. Und ich glaube schon. Und Informationen über jemanden zu kriegen, das ist ja ab und zu mal gut. Und von daher ist das mittlerweile auch nicht mehr unbedingt eine Werbeplattform, sondern einfach nur, ich will wissen, was er macht. Ja. Da gibt es dieses Prinzip von diesen Now-Seiten zum Beispiel. Mhm. Das ist was ganz schön ist. Ja, also in einem ganz bescheidenen Rahmen mache ich das ja auf der Webseite. Auf der Webseite gibt es immer aktuell, wo meine kommenden, aber auch die zurückliegenden öffentlichen Sachen stehen. Ja. Ja. Ich nehme mir dafür nicht die Zeit, das jetzt auffindbar zu machen. Also man könnte das ja mal neu aufsetzen, man könnte das so ein bisschen Google optimieren und auch so, dass man es überhaupt auf dem Telefon gut lesen kann, weil das ist sehr, sehr für einen Bildschirm gemacht. Das Menü ist auch auf dem Telefon so gut wie nicht erreichbar. Genau. Und da könnte man sicher was machen, aber ich habe jeden Tag viel dringendere Sachen zu tun, weil ich ja so viel Zeug mache. Und wenn man mich gerne verfolgen möchte, funktioniert das viel besser über Facebook. Okay. Obwohl mir natürlich Facebook nicht sympathisch ist, aber es ist tatsächlich so mein Haupttool, muss ich zugeben. Und ich schicke gerne Newsletter rum. Ja. Selten, aber gerne. Selten und dann auch noch nach Städten. Ja, also weil ich will die Leute nicht vollquatschen. Also dieses... Ich habe vor kurzem jetzt am Wochenende habe ich im Rahmen einer CO-Pop Online-Fortbildung über Newsletter zugehört. Mhm. Und da wurde nochmal das Prinzip mir gesagt, dass ich weiß, dass eine Regelmäßigkeit sinnvoll ist. Dass man, wenn man einen Newsletter hat, dass man den Abonnenten sagt, ihr kriegt viermal im Jahr mein Newsletter oder jeden Monat. Ist ja bei fast allen so. Und mich nerven Newsletter ohne Ende, alle Menschen, glaube ich. Und ich sage, ich schreibe euch nur, wenn es wirklich was Sehenswertes für euch gibt. Und das heißt, ich habe mein Newsletter nach Städten geordnet und nur, wenn ich in der Stadt spiele und es ist nicht eh schon ausverkauft, dann gibt es den Newsletter. Ich glaube, Newsletter nerven vor allen Dingen deswegen so viel, weil viele Leute zu viele Newsletter bekommen, weil jeder Hans und Franz einfach einen raushaut. Jede noch so kleine Firma kann vielleicht kein Produkt verschicken, aber Newsletter schreiben. Das ist halt auch einfach. Mhm. Es gibt, glaube ich, wenig wirklich gute Newsletter, weil die meisten auch mit so einer eindeutigen Absicht dahinter sind. Entweder ich will dir das neue Produkt zeigen oder ich will, dass du das alte Produkt jetzt kaufst und so weiter. Ja, aber plus die Newsletter verfolgen die Absicht der Kundenbindung. Natürlich. Man möchte im Kopf bleiben. Man möchte immer wieder, dass man immer wieder von dir hört, damit man in dem Fall, wo man was braucht, ich brauche jetzt eine Rohrverschraubung nach DIN und dass man denkt, dann nehme ich doch
Berger Rohrverschraubung, da habe ich doch gerade erst den Newsletter. Habe ich doch gerade noch gelesen. Ja, ja. Und richtig. Und so mache ich das nicht. Dafür nehme ich Facebook, dafür, dass man immer von mir hört. Dafür nehme ich auch Instagram. Und ich bin auch immer wieder geradezu entsetzt davon, wie gut das funktioniert. Also, ja. Wenn Leute mich treffen und sagen, oh, hast du die Haare geschnitten, weil ich bei Facebook ein 100 Jahre altes Bild hatte, wo ich die Haare viel länger habe. Und dann sagen dann jahrelang die Leute, ah, hast du gerade die Haare geschnitten, weil alle denken, ich sehe aus wie auf dem Facebook-Bild. Ja. Oder ich poste irgendwas und es sagt keiner, ich habe dich auf Facebook gesehen, aber alle sagen, ach, du warst doch gerade in Brasilien. So. Und, so, und ich denke, das habe ich nur auf Facebook gesagt. Du hast Facebook geguckt. Ja. So. Also ich bin begeistert und entsetzt davon, wie sehr das tatsächlich funktioniert als Tool, dass Leute, die so mich kennen, mich immer wieder im Kopf behalten und verfolgen, was ich mache. Das mache ich über die Social Medias. Vielleicht irgendwann nicht mehr über Facebook, sondern nur noch über Instagram oder dann vielleicht eines Tages über irgendwas anderes. Twitter zum Beispiel. Twitter bin ich, habe ich immer mal wieder probiert. Ist nicht irgendwie nicht meins. Interessanterweise, ich hätte gedacht, das passt zu mir, aber irgendwie. Hätte ich tatsächlich auch gesagt. Ja. Ja, ich wundere mich immer. Ich habe zwei verschiedene, ich habe zwei Twitter-Accounts, nicht unter meinem Namen und beide benutze ich dann immer ein paar Tage und dann nervt es mich. Ja, ich verstehe. Ja, und das ist das, aber den Newsletter mache ich nur, dass, also da komme ich mit sehr konkreten, harten Fakten. Man wohnt in Frankfurt und dann sage ich, pass auf, es gibt folgendes Ding, es gibt so Kisten, die machen komische Basstöne und dann gibt es diesen Künstler, der macht aus diesen Basstönen so Visualisierungen und das mache ich in Frankfurt übermorgen, kannst du kommen. So, also nur so, also ich komme mit so einem ganz, einer sehr, sehr konkreten Beschreibung von dem, was und warum ich etwas mache in der Stadt, wo jemand wohnt. Und dann schreibe ich das relativ trocken von das und das findet auch das, statt. Auch das hört sich so an wie etwas, was man perfekt über Twitter kommunizieren könnte, gerade weil es so trocken und knapp und faktenorientiert ist. Genau, ich habe vielleicht einen Twitter-artigen Schreibstil in meinen den E-Mails. Den du aber Twitter vorenthältst. Ja, genau. Okay. Und ja, das mache ich und so funktionieren meine E-Mails. Und je nachdem, in welcher Stadt man wohnt, kann man auch mal 3 Jahre nichts von mir hören. Weil was soll ich denn Leuten in Frankfurt schreiben? Ich spiele ein voll geiles Konzert in Berlin. So, das mache ich nicht. Ich will den Leuten nicht auf den Sack gehen. So, also darum habe ich also mein E-Mail-Verteiler ist geordnet. Und dann gibt es manchmal die schönen Zusammenhänge, wo man gar nicht dazu kommt, den Newsletter zu schreiben. Weil so, bevor man Zeit hat, ist das Ding schon ausverkauft. Wenn man jetzt, weil man mit Hauschka zusammenspielt oder sonst irgendwelche Player, die noch eine größere Reichweite haben, im Boot hat. Ja. Ja. Ach, was sind mir für schöne Konzerte abgesagt worden jetzt wegen dieser Krankheit, ey. Naja, ich hätte in der Berliner Philharmonie gespielt, in der Kölner, in der Elbphilharmonie, auf dem großen polnischen Festival. Mit welchem Programm? Six Pianos. Six Pianos, ein Stück von Steve Reich. Ja. Jetzt muss ich das doch noch im Ganzen erzählen. Bitte. Die Musik, die ich mache, dass ich so ein bürgerlicher Junge bin, der Klavierunterricht hatte als Teenager, der die ganze Zeit eigentlich Popmusik viel cooler fand und es geschafft hat, in seinem Künstlerleben diese beiden Sachen zusammenzubringen. Die bürgerliche Klassik-Pianisten-Erziehung und dieses eigentlich finde ich aber Clubs cool. Da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, sondern es gibt eine ganze Generation von Musikern, die dieses Profil haben. Mhm. Und wir kennen uns ja alle. Wir begegnen uns ja immer in den, das ist ja eine Szene. Und diese Pop-Pianisten, Nils Frahm, Brandt Braufrick, Hauschka, Chili González, so, natürlich kennen wir uns alle persönlich. Und ich finde, was wir machen, ist alles im Prinzip von Steve Reich vorweggenommen worden. Das ist Musik, die klingt wie Popmusik oder wie House oder so, kommt ist eigentlich aber inspiriert von afrikanischer Musik und von einem New Yorker jüdischen, traditionell ausgebildeten Komponisten entwickelt worden in den 60ern. So. Ja. Und eigentlich ist diese Generation der im Pop-Kontext spielenden Pianisten ist enorm Steve Reich kompatibel, wenn nicht auch konkret Steve Reich beeinflusst.
Und dann hatte ich darum Lust, ein Steve Reich-Stück zu spielen und habe mich mit so verschiedenen Stücken auseinandergesetzt und kam darauf, dass das Stück Six Pianos, ein Stück für 6 Klaviere, dass das wirklich komponiert ist wie so ein House-Track und dass man den deshalb auch produzieren könnte wie einen House-Track. Nämlich nichts wie Kammermusik, man trifft sich in einem Raum und spielt, sondern jeder nimmt halt seinen Part auf und dann editiert man das im Ableton so. Das würdest du ja eigentlich mit klassischer Musik nicht machen, da geht ja der ganze Spirit verloren. Aber bei Six Pianos dachte ich, nö, geht der Spirit nicht verloren, das ist ja eh wie ein House-Track. So. Und dann habe ich gedacht, wenn das so ist, dann kann ich das ja mit jedem spielen, den ich will, weil jeder sagt sofort ja, wenn das Steve Reich performen kann. Und dann habe ich gedacht, sind denn von diesen, aus dieser Pianisten-Szene, wer sind diejenigen, die ich mag, mit denen ich gern zusammenspielen will? Und es waren Erol Saab von den Grand Brothers, Brandbrauer Frick, John Camille Farrar und Hauschka. Und dann habe ich die gefragt, die haben alle gesagt, ja klar, spiel ich mit. So, bei Brandbrauer Frick, Brand und Frick haben mitgespielt, Brauer hat es gemischt. Okay. Und die anderen haben alle gesagt, ja, cool, machen wir. Jeder hat seinen Part aufgenommen, mir zugeschickt, ich habe das im Ableton editiert, haben eine Platte gemacht, so. Dann habe ich meinem Booker Tobias Thomas von Kompakt gesagt, übrigens, wir machen gerade eine Six Pianos-Platte, wir üben es gerade, wir können es eh spielen. Und dann hat er gesagt, das pitche ich jetzt mal der Kölner Philharmonie. Und dann haben wir es in der Kölner Philharmonie gespielt. Und dann kamen 100 Veranstalter und sagten, wir wollen das auch haben, wir wollen das auch programmieren. Haben wir geschrieben, sehr gerne, Backline ist 6 Flügel. Und haben die immer abgesagt, weil 6 Flügel stimmen, dass die also auf die Bühne kriegen und dass die dann am Abend alle stimmen, ist überraschend aufwendig. Dann wurden die ganzen Nachfolge-Gigs doch wieder abgesagt. Also es gab viele Interessenten und die haben dann wieder abgesagt. Und mittlerweile, Hauschka hat in der Zeit, als wir Six Pianos gemacht haben, hatte er seinen Durchbruch als internationaler und inzwischen auch Oscar-nominierter Hollywood-Filmkomponist. Nur nominiert oder hat er den sogar bekommen? Hat er ihn bekommen? Ich glaube, der hat ihn bekommen. Hat er ihn sogar bekommen? Ich glaube es. Genau. Wir behaupten das mal einfach und wer uns zitiert, soll es selber überprüfen. Richtig. Also der mittlerweile Oscar-Preisträger Volker Hauschka. Ja. Ich bin heilfroh, dass er nicht aus... Er hätte ja jedes Recht gehabt zu sagen, Alter, ich kriege demnächst einen Oscar, ich mache ja gerade richtig große Filme, ich nehme jetzt dir nicht deine Steve Reich Six Piano Spuren auf. Hatte aber noch gemacht. Und er hat auch noch den ersten Gig mitgespielt. Und also in der Kölner Philharmonie 2014. Ja. Und danach... 2014 war das auch? Das war 2014 oder 15. Kann 15 sein, sonst wird es ja ein bisschen eng. Also 2014 war ein sehr aktives Jahr bei mir, aber vielleicht war das 15, ne? Kann gut sein. Und mit diesem Projekt wärst du dann jetzt auf Tour gegangen wieder? Genau, wir haben das dann irgendwann, also erst ist das alles im Sand verlaufen und dann hatte irgendwann jemand die Idee, dass wir uns sponsoren lassen von einem Klavierhersteller. Und sodass wir das jetzt anbieten können mit, wir bringen die Backline selbst mit. Wir kommen mit einem Truck und stellen da 6 Flügel auf die Bühne. Und der Klavierhersteller, nämlich die Firma, darf ich sagen? Klar, mach doch. Kawai. Sage ich gerne, weil spiele ich da gerne drauf. Und ich freue mich, dass die uns da, die haben uns echt sehr geholfen. Die Firma Kawai hat ein Zentrallager in Krefeld, da stehen alle in Japan hergestellten Kawai-Instrumente, die in ganz Europa verkauft werden. Die werden in Japan gebaut, in Container gepackt und nach Krefeld geschickt. In Krefeld ist in so einer Lagerhalle zollfreie Zone. Da sind es japanische Klavierstimmer. Die möbeln die dann auf, wenn die frisch aus dem Container kommen. Die machen die dann so schön. Und dann packen sie die einzeln in Lastwagen und fahren die in alle europäischen Klavierhäuser. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in der Elbphilharmonie spielen, sagen wir brauchen 6 Flügel in der Elbphilharmonie, dann sagen die ihrer Hamburger Filiale, wir schicken euch mal 6 neue Flügel, stellen die in die Elbphilharmonie, wir spielen drauf und am nächsten Tag steht der Flügel im Klavierhaus als der Flügel aus der Elbphilharmonie. Also nicht blöd. Ne, ich pointiere das so ein bisschen. Ja, natürlich, also klar. Also es ist insofern eine Win-Win-Situation, weil die Firma verschicken die ganze Zeit Flügel quer durch
Europa und dann machen die einfach, wenn wir sie brauchen, dass die, bevor die in den Laden kommen, sie für einen Abend auf einer Bühne stehen. Dadurch sind die nicht weniger wert, sondern es ist eher so, da wurde dieses Konzert drauf gespielt, das ist ja sogar fast eine Aufwertung von so einem Instrument. Zumindest irgendwie nochmal eine spannende Geschichte hinter diesem Instrument. Manchmal fotografieren wir sie dann, sodass, wenn man den kauft, kann man sagen, hier steht mein Flügel in diesem Saal. So. Und das ist ein schöner Deal und dadurch können wir ziemlich günstig anbieten, unsere eigenen Flügel mitzubringen. Und damit haben wir... Das wäre jetzt alles passiert. Das haben wir alles schon gemacht zum Teil. Wir haben in Lettland gespielt. Wir haben schon mal in der Elbphilharmonie gespielt und in Bonn und im RBB in Berlin und so. Also wir haben da verschiedene Gigs schon mit gehabt. Und wir hätten jetzt eine kleine Tour gemacht, die wir zum Glück nächstes Jahr machen, sollte man im nächsten Jahr sich wieder treffen können in großen Sälen. Mhm. Dann machen wir das im nächsten Jahr. Eine kleine Tour Köln, Berlin und Krakau. Mhm. Und Elbphilharmonie könnte ich mir gut vorstellen, dass es noch abgesagt wird. Warum? Weil Elbphilharmonie-Gig ist im September angesetzt. Ach, in diesem, ja. Weiß ich nicht. Also, das ist reine Spekulation, genau, glaube ich. Ich schätze eher nicht. Ich würde mich wundern, aber auch sehr freuen, wenn der Gig was wird. Vielleicht ist er auch schon abgesagt. Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe so viele Absagen, dass ich das nicht mehr einzeln verfolge. Ja. Wir werden aber... Man macht für sich selber eigentlich so einen Haken erstmal an alles und konzentriert sich dann darauf, wenn irgendjemand sagt, passiert übrigens doch. Mhm. Genau. Mhm. Was wir dann gemacht haben, ist eine Streaming-Version haben wir gemacht, weil wir wollten es halt spielen so und dann haben wir, genauso wie wir damals die Platte aufgenommen haben, ich habe Piano 1 gespielt, an Daniel geschickt, der hat Piano 2 gespielt, er weiter an und so weiter. Habt ihr so einen Zoom-Call dann gemacht mit 6 Pianisten? Ja, der Witz ist, bei allen Streaming-Dingern, die man sieht mit so Zoom-Fenstern, das geht technisch gar nicht. Okay. Es gibt auf der Welt keine Software, bei der mehr als 3 Leute gleichzeitig Audio geben können. Weil all diese Software für Konferenzen gedacht ist, wo man nicht durcheinander redet. Das heißt, man hört immer nur die lautesten 3. Und man kann nicht, wenn die Rolling Stones einen Stream machen, wo sie zu viert spielen, das muss vorproduziert, nacheinander gespielt und vorproduziert sein. Es ist nicht anders möglich. Und all die ganzen witzigen Zoom-Flash-Mobs, es ist alles vorproduziert. Es geht nicht anders. Ganz abgesehen von den Latenzen. Das stelle ich mir sehr problematisch vor. Ja, das ist auch, ist es auch. Also ich weiß, dass es im Rahmen von diesem Bundes-Hackathon irgendwie, es ist ja bei Corona, hat doch irgendwie die Bundesregierung ganz viel Geld für so Hackathons locker gemacht. Von wenn einer eine gute Idee hat für Sachen, die man in dieser Krise brauchen kann, wir geben euch viel Geld. Und ich weiß, dass eine Forschungsgruppe, wo eben auch ein paar Freunde von mir mitmachen, die entwickeln gerade eine Software, mit der man mit möglichst wenig Latenz wirklich mit mehreren Leuten zusammenspielen kann. Okay. Und die haben schon Testreihen gemacht, wo man zu zweit mit einer brauchbaren Latenz tatsächlich übers Internet zusammen Musik machen kann. Also richtig jammen, dann wo einer vier. Da wird es mal drauf rauslaufen irgendwann. Da gibt es Leute, die forschen gerade dran. Aber es kann auch noch eine Weile dauern. Und ich weiß deshalb, dass es das einfach auf der Welt nicht gibt. Und alles, wo man sagt, Musiker spielen online zusammen, entweder ist das irgendwie so ein Sequencer, den man bedienen kann, wo verschiedene Leute auf einen Sequencer zugreifen können. Sowas geht natürlich. Aber das, was man so sieht, ist fast alles vorproduziert. Und unser Six Pianos auch, und wir machen das auch offen. Also man sieht uns, wie wir so in die Kamera klatschen, damit man es nachher aufeinanderlegen kann. Jeder hat sich mit 2 Kameras gefilmt. Eins für das Gesicht, eins für die Hände. Ja. Und Daniel Brandt, der ja übrigens auch ein studierter Videokünstler ist, man denkt immer, der ist Schlagzeuger, aber er studiert hat da, glaube ich, auch Videokunst. Erzähl es mal weiter. Der hat es dann am Ende dann zusammen editiert. Jan Brauer hat es wieder gemischt und das wird am
ich weiß jetzt nicht, wann unser Podcast rauskommt, aber am Sonntag, dem 3. Mai oder so, ist das offizielle Streaming von Six Pianos at Home, heißt es dann. Und dann kann man es auch sicher noch eine Weile sehen. Also die GEMA sagte mir, dass manchmal auf YouTube basierte Videos ohne Grund verschwinden. Mhm. Und es könnte eine alte Retourkutsche von YouTube gegen die GEMA sein. Also manchmal verschwinden Videos und die GEMA weiß nicht warum. Okay. Weil das ist ja jetzt alles gelöst. Ne? Man kann ja, man darf ja kostenlos Musik bei YouTube hochladen. Das ist ja gerettet. Die GEMA hat es geschafft so. Man darf das. Ja. Und manchmal werden trotzdem Sachen gelöscht und man weiß nicht, ob die Verlage sauer sind und dann einfach die Verlage sagen, das ist unser Ding. Oder die Verlage freuen, sollen sich ja eigentlich freuen. Die haben ja, die kriegen ja auch was ab von der GEMA. Ich weiß es nicht, eigentlich, was der Grund eigentlich ist. Eigentlich ja. Auf jeden Fall, solange das nicht verschwindet, kann man das wahrscheinlich, ich schätze, 4 Wochen oder so. Okay. Ich glaube, der Podcast wird ein bisschen danach rauskommen, weil ich muss jetzt, wir haben gerade gesagt, Regelmäßigkeit ist wichtig. Mhm. Und ich muss mich jetzt so allmählich auf einen Rhythmus mit diesem Podcast einschießen. Und ich glaube, ich werde den jetzt immer montags und donnerstags rausbringen. Immer ganz früh morgens idealerweise. Und da ich gestern schon quasi den für nächsten Montag aufgenommen habe, wird das jetzt der für nächsten Donnerstag sein. Aber dann ist es ja wahrscheinlich noch online. Dann kann man das auf dem Cologne Culture Stream bei drin geblieben. Ja, das kann man sehen. Man kann dann auch spenden, sage ich nur. Mhm. Und über Facebook kann man es wahrscheinlich auch noch sehen oder irgendwie. Wir haben ein paar Cross-Hoster, nennt man das, ne? Da würde ich dich dann gleich bitten, mir die ganzen Links dafür zukommen zu lassen, damit ich die in die jeweiligen Shownotes setzen kann. Ja. Eine kleine Anekdote noch zu Daniel Brandt, der Videoeditor ist. Als Daniel Brandt bzw. Brandbrauer Frick bei Urban Urtyp gespielt haben, wo du ja auch schon mal warst, musste es tatsächlich so sein, dass er nach dem Soundcheck noch mal kurz, ich glaube, nach Düsseldorf musste, weil er irgendeinen Kunstpreis, ich glaube, auch für Video entgegengenommen hat und dann zurückgekommen ist. Und um das Ganze zu überbrücken, weil dadurch hätte sich auch die geplante Anfangszeit ein bisschen nach hinten geschoben, haben wir dann einen Support-Act zu Urban Urtyp geholt, den Cellisten Daniel Brandl. Ja, das so nämlich. Ist lustig, weil den kenne ich dem Namen nach und ich stolpere immer drüber. Die ganze Geschichte wundert mich nicht, weil Daniel Brandt kenne ich auch als Jetsetter. Und als Jetsetter. Ja, also so das hat ja dauernd von so, ich muss dann aber noch mal zwischendurch in der Pause. Es gab mal eine, zu einem bestimmten Zeitpunkt bei unserer Planung stand, als wir diese Tour noch vorhatten. Dann hatten wir einen Proberaum in Berlin gecheckt und nämlich beim Klavierstimmer von Nils Frahm wiederum, das heißt Klavieretage, das ist so der Hipster-Klavierladen in Berlin. So, der findet geile alte Vintage-Klaviere und möbelt die auf. Das ist jetzt nicht ein Klavierladen, der einen Vertrag mit einem Hersteller hat, sondern das ist ein Gebraucht-Klavierladen, der aber so charaktervolle, schöne Instrumente aufmöbelt. Also es ist wirklich ein Klavierladen wie ein alter Volvo. So. Und da hätten wir geprobt, da haben wir auch schon mal geprobt, wir verstehen es gut. Und Daniel Brandt wäre aber zwischendurch an einem Abend nach London geflogen, um da wahrscheinlich auch einen Preis entgegenzunehmen oder irgendwie ein Video zu schneiden oder was weiß ich so. Ja. Und das freut mich auch, dass Daniel Brandl und Daniel Brandt mal zusammen auf derselben Bühne standen. Das finde ich gut. Ja, die haben sich hinterher beim Catering auch noch gut unterhalten. Ja. Also alles, das alles ist schön. So ähnlich wie dieser besagte Freund von mir, der Komponist und er ist künstlerischer Forscher. So, er ist der Vorsitzende des Instituts für künstlerische Forschung.
Jetzt guckst du irritiert, das wundert mich, denn künstlerische Forschung ist das Ding. Ich hätte jetzt gedacht, das hast du auf dem Schirm. Das ist ein Modebegriff in der Wissenschaft gerade, künstlerische Forschung. Es geht sag mir um nicht. Entweder Forschung, die künstlerische Mittel benutzen, zum Beispiel Reenacting oder so, irgendwelche künstlerischen Dinge, Techniken, künstlerische Techniken nutzen für Forschungsprojekte, aber auch Künstler, die wissenschaftliche Methoden für ihre Kunst benutzen. Ist beides total angesagt und es bildet sich da in den letzten Jahren, bildete sich eine Szene für Lecture-Performances und künstlerische Forschung und so Typen, die so beides sind. So Wissenschaftler, die Kunst machen, Künstler, die Wissenschaft machen. Und so ein Typ ist mein alter Freund Julian Klein. Der ist halt, glaube ich, der Präsident oder Vorsitzende des Instituts für künstlerische Forschung in Berlin. Und der ist nämlich derjenige, der gerade diese Forschungsgruppe auch mitmacht über diese Software, mit der man übers Internet zusammenspielt. Ja. Und der jedenfalls wohnte mal mit Juliane Klein, die auch Komponistin ist. Also der Komponist Julian Klein und die Komponistin Juliane Klein wohnten zufälligerweise im selben Künstlerwohnheim in Paris. So ein Ding, wo man über Stipendien lebt. So ein Residency, so eine Artist Residency. Und dann waren dann Julian Klein und Juliane Klein, haben immer die Briefe verwechselt gekriegt. Ja. Der Spaß mit Namen, muss auch sein. Ja. Aber nee, wusste ich tatsächlich nicht. Also künstlerische Forschung ist ein totales Modeding. Aber jetzt natürlich nur in dem Kreis der künstlerischen Forschung. Also im Kreis der künstlerischen Forschung ist künstlerische Forschung total in. Ja. Das wäre auch ein Drama, wenn nicht. Hm. Okay, Gregor, du gibst mir auf jeden Fall die nötigen Links und was nicht alles noch, damit ich die in die Shownotes setzen kann. Möchtest du jetzt quasi so noch als Abschluss irgendwas sagen, um diese zwei guten Stunden zu beschließen? Nee, ich muss einfach aufhören, sonst rede ich immer weiter. Brauche einen harten Schnitt. Man muss, so wie eine gute Party hört so auf, dass die Polizei kommt und mittendrin so, ne? Okay. So, man ist auf dem Spielplatz und die Mutter kommt so jetzt essen. Und so sollten wir jetzt aufhören. Dann gibt's jetzt Essen. Alles danke klar. Dir. Ich danke dir auch. Ciao. Und wir sind raus. Danke fürs Einschalten, fürs Zuhören. Danke für eure Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen. Bevor ihr jetzt auscheckt, noch die üblichen zwei Kleinigkeiten, die zwei schnellen Kleinigkeiten in eigener Sache. In den Shownotes auf der Website www.skeleton-crew.de/na findet ihr alle Links aus dieser Folge. Also schaut da mal vorbei. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung oder vielleicht sogar ein Abo freuen. Leute, bis später.